DTM eSport Championship 2020 ist zu Ende, den muss ich leider enttäuschen. Wir sind hier in Hockenheim beim Grand Final der DTM eSport Meisterschaft, wie es hinter mir schon an der Wand steht. Aber wir sind in der Greschbach-Halle und hier hat heute Morgen Gerhard Berger, der ITR-Chef, die Zukunft der DTM vorgestellt und da findet eindeutig die E-Sport-Meisterschaft auch in den nächsten Jahren einen Platz. Ich bin nicht alleine, wir haben hier ein paar Simulatoren aufgebaut und da vorne sitzt erstmal mein Kollege Thomas Bienert. Zu dem gehe ich gleich hin, aber vorher wollen wir mal mit den Fahrern etwas sprechen, unter anderem Sheldon van der Linde. Du hast ja mit deinem Team, Sheldon, den Titel geholt in der E-Sport-Meisterschaft und jetzt im großen Finale trittst du an gegen die Besten der Simracer. Was ist deine Ambition? Ja, also es war sehr cool auf jeden Fall, den Titel zu gewinnen mit meinem ganzen Team. Und jetzt bin ich natürlich hier in Hockenheim für den Superfinale, habe ich gehört. Und ja, ich habe wirklich keinen Laps gedreht bis jetzt. Also ich springe hier im letzten Moment rein und schaue mal, wo es geht. Du bist nicht der einzige Profi-Racer, der dabei ist. Mit Tim Heinemann sprechen wir gleich. Was sind deine Ambitionen im Vergleich zu ihm? Ja, also es ist auf jeden Fall ein bisschen anders als ihm. Ich glaube, der ist Profi-Simracer und deswegen wird es ein bisschen schwer für mich gegen ihn. Aber auf jeden Fall gebe ich alles und drück mal die Daumen für mich. Sheldon van der Linde aus Südafrika. Wir drücken die Daumen einmal noch zu unserem GT4-Champion und Profi-Simracer. Tim, deine Ambitionen, du bist ja heftig noch am Üben. Ja, ich möchte nicht ganz so schlecht abschneiden. Gegen die E-Sport-Profis wird es natürlich schwer, aber ich möchte zumindest der Beste von den realen Fahrern werden und da versuche ich jetzt noch ein paar Runden zu drehen natürlich. Und ihr seid nicht die Einzigen, die hier teilnehmen bei unserer virtuellen Meisterschaft. Ein paar Jungs sitzen hier im Raum und die anderen sitzen zu Hause an ihrem Simrig. Und ich habe meinen Kommentatorenkollege Thomas Bienert, der jetzt mal ausschwärmt im Zoom-Call und sein Mikrofon in Richtung anderen Protagonisten ausstreckt. Dankeschön, Olli. Ja, mit mir dürfte jetzt gleich Nils Naujok dabei sein, der im Zoom schon auf uns wartet. Nils Naujok, Teamchef von Red Bull Racing Esports, also auch keinem ganz so kleinen Team, sondern eher schon jemand Größeres, der normalerweise in der SRO Esports Series zu finden ist. Ich bin gespannt. Nils, hörst du mich? Nee, keine Reaktion. Voll im Tunnel. Ja, so gehört sie's. Als Simracer immer voll auf den Bildschirm fokussiert. Wir probieren es noch einmal. Er hat gerade eben gelächelt. Nils, hörst du mich? Höre dich. Sehr, sehr cool. Nils, du bist normalerweise in einer ganz anderen Simulation unterwegs bei Assetto Corsa Competizione. Wie ist es so jetzt, die ersten Runden auf Raceroom drehen? Irgendwann war ich ja auch schon mal in einer Raceroom Competition. Ich glaube, es war aber tatsächlich die einzige bisher. Jedes Spiel ist ein bisschen anders, man muss sich ein bisschen umstellen und gerade auf dem Niveau ist es dann halt schwierig, wenn eine halbe Sekunde fehlt, aber ich versuche mein Bestes heute. Sehr, sehr cool. Wie gefallen dir die DTM 2020 Autos? Ja, sind verdammt schnell. Man merkt auf jeden Fall die Downforce, die bei den Prototypen da am Werk ist. Man kann unglaublich das Tempo mit in die Kurve reinnehmen. Man bremst eigentlich erst, wenn man schon am Scheitelpunkt ist und die S's am Anfang in Suzuka haben es auf jeden Fall in sich. Sehr, sehr cool. Nils, ich wünsche dir viel Spaß und vor allen Dingen auch viel Erfolg heute. Ich bin mal gespannt, wo du rauskommst. Ich auch, danke. So, und wie ihr seht, einer ist bei mir wieder rausgekommen. Das ist Olli Sittler. Moin. Ja, moin, Thomas. Ich freue mich. Das wird ein Fest der Dinge. Das wird unglaublich cool, was wir heute haben. Und auch natürlich was für euch dabei. Ihr könnt einen Gaming-Laptop der Marke Asus gewinnen. Natürlich bei unserem Partner MediaMarkt/DTM, euer Portal für alles Gaming-Zubehör. Und dieser Laptop, das ist relativ einfach, würde ich sagen. Nämlich viel liken, viel kommentieren auf Instagram. So, und was heute passiert, das schauen wir uns jetzt mal an. Tja, du hast gerade schon mal bei Instagram reingeschaut. Hier ist er, der Asus Gaming Laptop ohne Spiegel. Also das könnt ihr gewinnen, 1.800 Euro circa der Wert. Und für alle diejenigen, die nicht gewinnen, natürlich auf der Website von unserem Partner mediamarkt.de.
mit dabei im Simracing und heute gibt es auch vieles zu gewinnen. 15.000 Euro insgesamt das Preisgeld, was hier verlost wird unter den besten Simracern der Welt. Also es ist in jedem Fall großartig, was wir heute erleben werden. Wir haben zwei Strecken mit dabei und die erste, Thomas. Gucken wir uns vor allen Dingen jetzt gleich mal an. Erste ist Suzuka. Richtig spannend. Eine Strecke, wo man mit viel Downforce auch viel erreichen kann. Trotzdem gibt es gute Überholmöglichkeiten. Also sowohl in der Schikane als auch in der Hairpin geht es. In der ersten Kurve können sich die Fahrer alle reinfallen lassen. Und vor allen Dingen, wir haben genügend Fahrer dabei, gerade aus Virtual Le Mans, von den Prototypen, die viel Downforce-Erfahrung haben. Wir haben viele Fahrer dabei aus der Formel E, die viel Downforce-Erfahrung haben. Heißt also, das sind nicht nur Fahrer aus dem, die besten Fahrer aus dem Simracing, sondern auch welche, die schon direkt ungefähr ein gutes Gefühl haben für das Auto. Ja, ganz genau. Und die Jungs hatten bereits etwas Zeit zum Üben. Wenn ihr Zeit zum Üben haben wollt, in den kalten, langen Wintermonaten, natürlich auf raceroom.com das DTM Race Package runterladen und dann könnt auch ihr im nächsten Jahr möglicherweise dabei sein, weil so viel ist sicher, weiter wird's gehen. Richtig, richtig cool, hat mich gefreut. DTM präsentiert sich sozusagen von der modernsten Art und Weise. Das hat mich sehr gefreut heute Morgen, ehrlich. Also unbedingt üben und dann schauen, dass ihr da nächstes Jahr vielleicht dabei sein könnt. Ihr habt es ja gesehen, Tim Heinemann hinter uns, mit dem hast du gerade schon gesprochen, Olli, der hat es geschafft. Der hat den Sprung vom Virtuellen ins Reale geschafft und dann auch einfach mal direkt im ersten Jahr DTM Trophy das Ding hier aber gnadenlos durchgewonnen. Ja, nicht nur die DTM-Trophy, der hat auch neulich noch einen Gaststart in einer anderen Rennserie absolviert und auch da gleich auf dem Podium gestanden, gleich zweimal. Also, es lohnt sich in jedem Fall, hier Erfahrung zusammen im im Sim-Format und dann könnt auch ihr im nächsten Jahr dabei sein und vielleicht noch ein bisschen was für den Geldbeutel tun. Und Olli? Ich habe das Gefühl, dass wir noch jemanden anliegen haben, und zwar Joe Hitonchi von den Red Bull Drift Brothers. Einer, der sich im Simracing eine ganze Menge engagiert mittlerweile. Da ist er schon. Moin, Joe. Servus. Hi. der ist immer hoch motiviert. Joe, du bist immer super happy. Wie sieht's aus? Heute mal DTM. Gutes Gefühl? Ja. DTM ganz ausnutzbar und das Starterfeld auch nochmal sieben Klassen über allem, was ich bisher so gesehen habe. Das ist wirklich Wahnsinn. Die Jungs sind mir 3 bis 4 Sekunden voraus. Die Autos sind wirklich, wirklich krass gefahren. Downforce, DRS, alles komplette News für mich. Aber mega, mega geile Challenge wieder. Mein Ziel für heute, wenn ich es schaffe, weniger als 2-mal überrundet zu werden vom ganzen Feld, bin ich schon der persönliche Sieger für mich selber. Haha, sehr gut. Sag mal, Joe, wie sieht's aus? Könnte man um Daytona komplett rumdriften oder wäre das nicht möglich? Ja, kein Problem. Kann man um Daytona einmal rumdriften oder ist das nicht möglich? Boah, das wäre mal eine Hausnummer. Das wäre echt mal eine Hausnummer. Gerade die Banks, so 6. Gang, braucht man wahrscheinlich so 13, 1400 PS, aber gute Challenge. Zumindest am Sim würde ich es mal ausprobieren. Sehr cool, sehr cool. Hier, Joe, ich wünsche dir viel, viel Spaß und viel Erfolg heute. Dankeschön. Ja, und er ist nicht der Einzige, der mitmacht. Insgesamt 27 Fahrer am Start beim großen Superfinale in der DTM E-Sport Meisterschaft und die Jungs hinter uns, die fahren schon. Ich bin sehr gespannt, wie es bei denen wird. Sind wir mal ganz ehrlich, die sind alle ein bisschen spät hier rangekommen. Sheldon van der Linde, den ganz klassischen Rennfahrer, ne? Also der saß ja bis eben noch im FP2, also hat super, super viel trainiert für morgen dann. Ja, da ist natürlich, dann geht das virtuelle Training nicht ganz so hinterher. Macht immer nichts. Der ist hier, um Spaß zu haben in allererster Linie. Bei den anderen Fahrern sieht das ganz anders aus. Ich weiß, Moritz Löhner, der hat zwingend Lust, heute diese 4.000 Euro mitzunehmen für den Erstplatzierten. Bei einem Jack Keighley weiß ich, der hatte auch Lust drauf. Die haben natürlich ihr Fokus auf morgen auch schon. Da gibt es noch eine andere Meisterschaft, die auch zu Ende geht. Auf der anderen Seite haben wir Leute wie Mitchell de Jong, die auch mal zeigen wollen, was sie hier in der Simulation können. Ja, und Jack Keighley, der hat ja unter Beweis gestellt bereits in der DTM eSport Championship 2020, dass er ein würdiger Titelträger ist. Ja, hat dann ganz knapp nicht geklappt am Ende. Also Moritz Löhner gerade eben so die letzten paar Pünktchen im letzten Rennen eingesammelt. Ja, wie es jetzt heute wird, schauen wir uns gleich an. Als allererstes schauen wir mal, wie sieht eigentlich Suzuka mit dem DTM 2020 Auto aus? Und ab geht's. Musik.
Hey guys, Moritz Löhner here, DTM Esports Champion 2020. Today I'm gonna show you the two tracks we drive in the DTM Super Final, and we start off with Suzuka. Welcome to the track presentation at Suzuka for the DTM Super Final. Try to get a really good exit on the last chicane to get as much speed as possible for the long straight. Also stay on the outside to again gain as much speed as possible for the start-finish straight. And turn one approaching, tap the brake on the 50 meter board and go to fifth, down to third for the turn two. Early on the throttle to get the rotation a little bit, stay in fourth for the start of the SS, second and fourth as well. Then shift down to third, stay on the inside on the left, and here it's very important to stay on the inside on the right. Then short shift to fourth, just before going up the hill. Be careful on the throttle because the rear tries to step out on you very easily. Then approaching the fast right-hander, down to fourth, over the curb. Try to use the curb on the next right turn as well. And yeah, accelerating out of it. Then we come to the hairpin. In fourth, down to second, very slow corner. Get the car straight as early as possible to go onto the throttle as early as possible. That will gain you a lot of time, and this is the place where you want to use push to pass. Then approaching spoon, down to fourth, very fast entry. Down to third, stay on the inside, and here again early on the throttle to get the rotation and on the rear. And yeah, back straight. Approaching 130R, one of the fastest corners in motorsports. It will be flat out in the DTM car. And last chicane, braking at the 150 meter board, down to second. Be careful on the braking, into the chicane, out of it, and stay on the very right hand side of the track to minimize the distance you have to go until the start finish line, and that's your lap at Suzuka. This was the lap at Suzuka, very challenging. I hope you enjoyed it, and now enjoy the race. Siebzehn Kurven, 5,807 Kilometer, das Suzuka in Japan. Tolle Rennstrecke, die einzige mit einer Brücke unten und Tunnel unten drunter, oben durch. Und wir werden gleich in die Qualifikation reinschauen, Thomas. Da ändert sich nichts im Vergleich zur DTM eSport Championship. Absolut nicht. Also jedes Rennen muss ja irgendwie vorher ausgetragen werden. Wer wo starten darf, und das sehen wir jetzt gleich. Ich würde sagen, in 40 Sekunden tickt der Countdown runter, dann ist das Practice vorbei. Ich sehe vorne eine 1,46,6 und ganz hinten eine 1,55,5. Also Feld ist breit aufgefächert. Eine Frage habe ich noch, Olli. Warst du schon mal in Suzuka? Nein, leider nicht. War auch nicht in Fuji. Ich weiß aber, dass der Rundenrekord bei 1 Minute 30 liegt, allerdings in Formel 1. Ja, das war mir klar. Die Formel 1 überall ganz vorne dabei. Ich bin gespannt, ja, ob die neuen Elektrorenner der DTM vielleicht da irgendwann dagegenhalten können. 1200 PS haben wir heute Morgen erfahren. Richtig rattenscharfe Dinger. Das Ganze gibt es ab 2022 natürlich bei eurer Lieblingsrennserie. Und wenn ihr dabei sein wollt, als kleiner Teaser noch für die nächsten Tage, wie Sheldon morgen im DTM-Renner abschneidet, das Ganze natürlich bei unseren Kollegen von Sat1. So, und jetzt sind wir natürlich gespannt wie Flitzebogen. Es müsste jetzt dann demnächst umschalten. Und dann schauen wir mal. Qualifying, wie immer, unglaublich wichtig. Also die Top 5 haben die größte Chance auf den Sieg. Alles, was dahinter kommt, nur noch mit Glück, wenn es dann vorne mal knallt. Und ganz ehrlich, so krass haben wir es in der eSports Challenge nicht gesehen. Also, dass da irgendwie mal ein großer Crash am Anfang gewesen wäre, ist auszuschließen. Sie haben sich alle sehr gut zusammengerissen, aber wer weiß, wir haben ja noch nicht das große Finale gefeiert. Es gab auch noch nie so viel Preisgeld wie heute. Insofern, wir können gespannt sein auf das, was passiert. Schauen wir noch auf Tim Heinemann und auf Sheldon van der Linde mit weißer BMW-Mütze in der Mitte. Die ganzen Jungs sitzen hinter uns und gehen rein ins Qualifying. 7 Minuten und 20 Sekunden noch auf der Uhr. Momentan Kevin Siggi vorn. Aber wir warten noch so ein bisschen auf die Zeiten, weil die sind ja jetzt erst in ihrer schnellen Runde.
Kevin Siggi tut sich bei der GT Masters eSports Championship extrem schwer, da gerade mal irgendwo roundabout Platz 15 in der Gesamtwertung kurz vorm Finale. Kevin Siggi aber in der Formula E gewonnen, heißt also jemand, der sehr, sehr gut mit Downforce umgehen kann. Frag mich natürlich, wo war der eigentlich in der eSports Championship? Vielleicht hat der Schedules nicht zugelassen, aber einer, auf den ich heute definitiv gucken werde. Hat den Titel in jedem Fall nicht geholt, das war Moritz Löhner, du hast es vorhin schon angesprochen, Thomas. Jack Heathley Zweiter und Tim Jarschel Dritter in der Wertung. Sind wir mal gespannt, wer sich jetzt heute die beste Startposition sichert. Schauen wir auf die Nummer 73. Das Auto des Slowenen Kevin Siggi. Gesponsert von Mediamarkt, einmal die frei erfundene Mediamarkt-Livery an der Stelle, aber sehr, sehr schön geworden. Und auch er geht jetzt noch mal ein bisschen vom Gas, obwohl der Abstand nach vorne schon relativ groß war. Also ich glaube, er hatte da gar nichts zu befürchten. Ja, vielleicht wollte er einfach aus dem Dirty Air rausgehen. Jetzt sehen wir das, was wir im Spa schon gesehen haben bei der eSports Championship. Ja. Jetzt hält sich das Feld wieder auf. Und ich verstehe es bis heute nicht. Wieso bleiben sie nicht einfach 10 Sekunden länger in der Box? Du, du musst ja erstmal die 5,8 Kilometer absolvieren, ja, bevor du dann, oder knapp 5,6 Kilometer, bevor du dann in deine schnelle Runde reingehen kannst. Und möglicherweise haben sie Angst, dass auf den knappen 6 Kilometer irgendwas passiert. So auch Jack Heathley, der in jedem Fall genügend Raum nach vorne hat. Oder, weil genügend Poles hat er ja im Verlauf der Meisterschaft geholt. Naja, bringt nichts. Heute muss er eine neue holen. Ansonsten wird es schwierig mit dem Sieg. Als nächstes wird, denke ich, auch Moritz Löhner noch angreifen. Und Tim Heinemann, weiß ich nicht, der hat vorhin schon gesagt, der ist 1,5 Sekunden off-pace, der ist lange nicht mehr gefahren, der hat viel Zeit dieses Jahr in die Trophy gesteckt, hat sich auch rentiert, also von daher. Ja, hier nochmal der Hinweis, geht auf Instagram, kommentiert und liked und holt euch den Asus Gaming Laptop im Wert von ca. 1.800 Euro, gesponsert von unserem Partner Mediamarkt. Da gibt es das perfekte Racing Equipment. Bevor wir es komplett vergessen, natürlich unter www.mediamarkt.de/dtm findet ihr alle nötigen weiteren Peripheriegeräte, die ihr braucht für Simracing. Denn am besten fährt es sich mit dem Lenkrad. Klar, es geht auch mit dem Controller, aber sind wir mal ganz ehrlich, diese Präzision, die du hier siehst, die schaffst du nur mit dem Lenkrad. So. 4 Minuten 30 noch auf der Uhr. Keithley mit Purple Sector 1. Die Zeit läuft, er ist im zweiten Abschnitt unterwegs. Bin gespannt, wo da die Uhr stehen bleibt. Winklige Strecke, Überholmöglichkeiten gibt es deren, ja, 2 bis 3, würde ich sagen. Und zwar im Anflug auf den Brückenteil, Kurve 14 und natürlich in Kurve 1 nach Start und Ziel. Keithley 2. Grüne Sektoren, persönliche Bestzeiten, also dem wurde die Bestzeit da abgenommen im ersten Abschnitt. Ist jetzt im dritten und letzten unterwegs. Der Jovski schon deutlich schneller. Eine halbe Sekunde ist der Jovski jetzt schon schneller. Mal schauen, wo Keithley rauskommt. Dritter Platz. Und er kommt genau mit dieser halben Sekundenverzögerung an. Nächstes Mal die Kamera springt um auf Sheldon van der Linde. Der ist schon ein gutes Stückchen weiter dahinter. Er hat ja bereits im Interview vorhin gesagt, hat keine Zeit zum Üben gehabt. Aber ich bin mal gespannt. Der gut gelaunte Südafrikaner ist ja immer bei der Musik dabei, zumindest was den internen Kampf mit den Profi-Racern angeht. Und den wird er sich definitiv nicht entgehen lassen. Derzeit schon Position 18, heißt also, da sind schon ein paar hinter ihm, wie wir auch im Tower erkennen können. Bedgar Pev und auch Mitchell de Jong ist hinter ihm. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei Mitchell de Jong erwarte ich, dass er noch ein gutes Stückchen nach vorne kommt. Denn der gehört zumindest bei iRacing zu den allerbesten. Der braucht sicherlich noch ein Ründchen, bis er eingefahren ist. Und da sehen wir die Cockpit-Kamera. Ich habe den schon mal entspannter gesehen. Ja, wobei ehrlich gesagt, wir wissen es ja nicht. Ne? Unter dem Helm sehen wir es ja nie. Das ist richtig. Moritz Löhner, springen wir kurz auf ihn. Momentan auf der 16. Position. Fuhr die Meisterschaft für das Team Sheldon van der Linde und hat entsprechend dem Team zum Titel verholfen. Wieder in der klassischen Bosch-Livery unterwegs, also auch da erkennen wir ihn wieder. Oh, ich hoffe, dass das jetzt keine Zeit gekostet hat, aber es sah ganz gut aus. Abstand in etwa 1,5 Zehntel, also 1,5 Hundertstel. Trägt er die Geschwindigkeit jetzt mit rein oder hat er vielleicht noch ein bisschen gezaubert im dritten Sektor? Wir erfahren es exakt jetzt. Position
2 am Ende. Er hat tatsächlich nochmal gezaubert. Also, aber die 1,5 Hundertstel bleiben da übrig. Bin mal gespannt, was Keithley zu gehen imstande ist. 2 persönliche Bestzeiten aktuell. Wir sehen es links im Tower, aber runtergerutscht erstmal auf die 8. Position. Verbessert sich jetzt um 0,3 Sekunden und springt erneut auf die 3. Position nach oben. Reiht sich damit hinter Jajowski und Löhner ein. Das ist in den Top 10 ist es denkbar eng, also knapp eine halbe Sekunde dafür, dass wir hier so ein durcheinander gemischtes Feld haben. Dabei sehen wir Sigi, der nicht gefahren ist in der eSports Championship. Brzezinski ist nicht gefahren. Rogers kommt aus einer ganz anderen Simulation. Auch Nils Naujok, über den wir vorhin gesprochen haben, mit einer halben Sekunde dran. Gergo Baldi, der WTCR-Meister ist, auch in der halben Sekunde. Also ganz, ganz spannend. Hätte ich tatsächlich nicht erwartet, dass sie sich ganz plötzlich so gut auf das neue Auto einschießen können. Rudolf Rien sehen wir hier, Team Auer. Den kennen wir vom R8 Cup aus dem Hause Seifert. Momentan aber nur auf der 25. und letzten Position. Das ist der Spitzenreiter, Herrn Jajowski, der legt noch einmal nach. Bestzeit im ersten Abschnitt und bei noch 55 Sekunden auf der Uhr reicht das auch noch, um diese Runde für ihn zu vollenden. Oh. Ja, ist er auf jeden Fall ausgewichen. Es könnte sein, dass er da ganz leicht vom Gas gegangen ist. Nee. Aber er verliert auf jeden Fall im zweiten Sektor. Insgesamt noch eine halbe Zehntelsekunde vorn. Oh, das hat sich, glaube ich, gerade erledigt. Letzte Rille hier durch die Schikane. Ich glaube, der hat sich noch ein paar Tipps von Joe Hotonchi geholt. Fährste quer, siehste mehr, war der Tipp. Und das ist das Qualifying-Ergebnis. Also am Ende. Ganz vorne, erste Startreihe, Löhner und Jajowski, beziehungsweise andersrum, Jajowski und Löhner. Und danach Keithley und Jarschel. Also trotz ordentlichem Quersteher in der Schikane hat es noch gereicht für Jajowski. Er hatte ja vorher schon die Bestzeit, ob der jetzt nochmal einen nachlegt oder nicht. Qualifying ist zu Ende, die Startaufstellung steht damit fest. Jetzt müssen wir wieder die 50 oder 60 Sekunden warten, bis es dann ins Rennen reingeht. Und dann, ach Quatsch, wir haben ja noch 7 Minuten Warm-up. Was rede ich denn da? Wir haben sogar einen Ablaufplan vor uns. Mensch. Ja, ganz genau. Ich habe da auch eben mal drauf geschaut. Wir werden gleich noch auf unsere Partner hinweisen, die das Ganze ermöglichen, bevor wir dann auch ins Rennen einsteigen, beziehungsweise ins Warm-up gehen. Also, es wird ein spannendes Ding. Jack Keithley hat mich jetzt nicht so ganz überzeugt, aber möglicherweise haut er im Rennen nochmal einen raus. Er wird einfach wahrscheinlich 5 Tage zu wenig Tracktime in Suzuka verbracht haben. Wahrscheinlich, ja. Am Ende, ganz ehrlich, Tim Jarschel ist in bester Lauerposition mit Position 4. Wir wissen es aus der Meisterschaft. Jarschel zieht einfach durch, wenn sich alle streiten und holt sich dann auch ganz gerne mal 3 Plätze. Von daher, ich gucke da eher etwas weiter nach hinten. Ja, und wir schauen nochmal auf den Zeitplan und würden sagen, wir weisen nochmal auf unsere Partner hin und die gibt's hier. In der Boxengasse werden die letzten Vorkehrungen getroffen. Volle Konzentration bei den Piloten. Die Spannung steigt ins Unermessliche. Ein fulminanter Start! 2 Piloten liefern sich ein knallhartes Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Sie schmeißt den Turbo an, hebt ab und fliegt als Erster ins Ziel. Auf die Pole Position. Freut euch auf unglaubliche Fotos und Videos mit dem Xiaomi Mi 10T Pro 5G Smartphone. Jetzt online auf mediamarkt.de/dtm. Also gib Gummi, Mediamarkt. Da könnt ihr euch informieren, in jedem Fall auch fit machen. Und wir schauen jetzt erstmal auf die Startaufstellung. Die gibt es nämlich hier, Jajowski und Rogers bei meiner ersten Reihe finden, vor Löhner und Keithley. Danach kommt, wie gesagt, Tim Jarschel, Kevin Siggi, Jakob Brzezinski, Nestor Garcia, Nils Naujok. Und wir sehen, es gibt wieder die 3 Punkte, die wir auch schon aus der Meisterschaft kennen. Plus dann im Rennen insgesamt 25 für den Sieger. Also insgesamt sind heute, warte, lass mich rechnen, 25 sind 50 plus 6 sind 56 Punkte.
Genau, auf der 10. startet Baldi vor Nagy und Sanchez auf der 12. Position. Die zweite Reihe gucken wir uns gleich an, bevor wir unmittelbar ins Rennen einsteigen. Momentan läuft das Warm-up, also die Jungs haben noch mal ein paar Runden, paar Minuten Zeit, sich einzustimmen auf die wunderschöne Strecke im japanischen Suzuka. Suzuka, muss ich ganz ehrlich sagen, einer meiner absoluten Lieblingsstrecken. Die ist schön rund, die ist schön flüssig. Man muss sich vor allen Dingen viel konzentrieren. Erster Sektor, gerade wenn du aus diesem Geschlängel rauskommst, dann genau das Gas zu treffen, den Berg wieder hochzuschießen und dann und kurz vor der Brücke richtig einzulenken. Wahnsinn, Wahnsinn. Macht unglaublich viel Spaß. Ja, und hier schauen wir gerade mal über die Schulter. Konzentrieren tun sich die Jungs. Bis auf Sheldon van der Linde, der muss seine letzten WhatsApps noch absetzen. Oder ich glaube, möglicherweise angelt er auch nach dem Gaming-Laptop. Kommentiert und liked ein bisschen auf Instagram, damit der Südafrikaner einen neuen Laptop von Asus nach aktueller Baureihe sein eigen nennen kann. Tja, ich muss das jetzt auch gleich noch machen. Ihr habt gesehen, ich habe nur geliked. Ich muss gleich noch drunter kommentieren. Du, für Mitarbeiter ist die Teilnahme sowieso ausgeschlossen. Bin ich als Kommentator Mitarbeiter? Ich denke schon. Aber wäre cool, im Hotel zu zocken. Ach, naja, egal. Ja, egal. Ja, und vor allem, wir zocken ja nicht. Wir fahren Simracing. Ja, das ist richtig. oder spielst du Pac-Man? Ja, also, weißt du, ich will da gar nicht, ich will bei der Diskussion zwischen Zocken und Simulieren gar nicht mitmachen, weil ganz ehrlich, für mich ist beides das Gleiche. Also am Ende sitze ich vorm PC und ich investiere unglaublich viel Zeit in den Sport. Und das ist für mich der große Unterschied zwischen dem Standard Gaming, so ja, ich setze mich zu Hause nachher abends hin und mache einfach irgendwas wie Netflix gucken, wie Sat1 gucken oder eben ich investiere Trainingszeit. Ja, Trainingszeit investieren die Jungs hier auch. Auf diesem tollen Race Room Simulator, der hydraulisch gesteuert zumindest die kleinen Bewegungen des Autos mitmachen kann. Dazu Force Feedback Lenkräder, um das Ganze so realistisch wie möglich zu gestalten. Und wenn wir die Bilder sehen aus den Autos, hier gerade heftig beim Korrigieren, dann steht das Ganze einem echten Renner ja in keinster Weise nach. Ich glaube, preislich gesehen, ja, zumindest für den Simracer fühlt sich so ein High-End-Modell immer an wie ein echtes Rennauto. Ich glaube, da fehlen dann noch mindestens eine Null. Am Ende zumindest die hinter uns haben sie Heusingfelds, Simocubes, Martin Ascher, also das Höchste vom Höchsten. Und ja, welche Frage gibt es noch? Welche unterschiedlichen Plattformen fahren sie? Also wir haben iRacing, wir haben Assetto, wir haben Race Room, wir haben Project Cars. Heute allerdings haben wir das, ich sag mal so, die niedrigste Stufe der Simulation sind Forza-Fahrer, wobei die mindestens genauso viel Training investieren, muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das wird unglaublich schwierig, sich umzustellen. Olli, das ist, glaube ich, so, wie wenn du von einem GT4-Fahrzeug in ein DTM-Fahrzeug steigst. Möglicherweise, aber wer ein echter Racer ist, der fährt in einem Rasenmäher genauso schnell wie in einem VW Polo, wie in einem GT3, in einem GT4 oder in einem LMP2. Also das gibt sich alles nichts. Es geht einfach darum, so ein bisschen den Tritt zu finden, so ein bisschen reinzufinden, wie reagiert das Auto in der jeweiligen Situation, welche Abstimmungsvariablen habe ich und wie wirken die sich am Ende auf die Sim aus. Absolut. Also wenn du von Trailbreaking keine Ahnung hast, dann hilft dir das beim besten Willen nichts, wenn du das beste Spiel spielst. Am Ende musst du eben so Stück für Stück deine Skills erweitern, dein Skillset erweitern, deinen Kopf im Griff haben. Das sind genau exakt die gleichen Skills, die du auch im Auto hast und dann kommt eben noch die Physis dazu und die ist, ich sag mal, ein gutes Stückchen drunter und dann irgendwann hast du die Chance. Die Physis, ich drehe mich gerade mal um, wobei so richtig erkennen kann ich es nicht. Haben die Jungs denn alle Schuhe an? Ja, eins, zwei. Also ich sehe zumindest keine daneben stehen. Also Schuhe haben sie alle an, aber das liegt sicherlich daran. Aber jetzt gehen wir direkt ins Grid rein. Ja, und sind schon in der zweiten Reihe mit Jaschel und Sigi, dann Brzezinski und Garcia. Dann haben wir auf 9 und 10 Naujox und Baldi. Auf 11 und 12 David Nagy und Alejandro Sanchez. Auf der 13 dann Romanides und auf der 14 Benze Bakki. Nikodem Wisniewski und Lukas Müller auf 15 und 16. 17 und 18 gehen an Wettger und De Jong. Auf der 19 Tim Heinemann vor Peyo Pief. Und dann sehen wir direkt dahinter Ostgaard und Malet auf der 21 und 22. Auf der 23 Jean-Houtan Dungy und Sheldon van der Linde, Platz 24. Und
damit ist das Starting Grid abgeschlossen. Wir sehen das Klassische, alle Fahrzeuge stehen noch in der Boxengasse und werden dann ganz frei von Mechanikern in die Startaufstellung rein teleportiert. Das Schöne ist, da kannst du keine Fehler machen. Wir haben ja vorhin ein Rennen gesehen, da wurde dem einen noch geholfen beim Anschnallen, weil man zu spät im Auto saß und am Ende gab es eine Durchfahrtsstrafe. Das gibt's hier nicht. Die Uhr tickt runter, in 22 Sekunden geht's los. Das große Finale, das Grand Final im DTM eSport Championship. 20 Minuten stehen auf der Uhr. Unbedingt danach noch dranbleiben, denn es wird noch ein zweites Rennen gefahren. Direkt nach Suzuka geht's weiter. Jetzt aber erstmal Blick auf den Mediamarkt. BMW, das ist vorne eher an Jajowski. Und dann sehen wir hinten in den KW Suspensions Farben. Gelb, blau, lila. Der wird direkt mal in die Zange genommen. Tim Jaschel außenrum in der ersten Kurve. Der wird jetzt gleich wieder innen sein. Bleibt aber da weiter neben Jack Keithley. Und dahinter sehen wir Joshua Rogers. Der hält sich ein bisschen zurück und schaut noch zu, ob er vielleicht gleich einen Angriff startet. Souveränes Ding von Jack Keithley. Der Brite drückt sich da durch und hält erstmal Platz 3. Vor ihm Jajowski in Führung. Schon eine halbe Sekunde weg von Moritz Löhner, dem amtierenden Champion. Dann Keithley, dann Jaschel, dann Rogers. Und Preschinski hat eine Position gut gemacht, hat Kevin Siggi hinter sich lassen können. Ah, Kevin Siggi ist aber noch sehr, sehr nah dran. Abstand 0,1 Sekunden. Wir bleiben, wir wechseln auf Nils Naujoks. Auch der hat federn lassen müssen. Zwei Positionen ist er zurück. Und findet sich jetzt direkt hinter David Narsch ein. Hier nochmal der Start und wir sehen es hinten. Jack Keithley wird da direkt in die Zange genommen. Rogers neben ihm, Jaschel neben ihm. Und dann musste er sich erstmal ein bisschen Platz machen. 5 Rogers und springen wieder ins Live-Bild mit Naujoks auf der 12. Position. Hat Nagy vor sich und Wisniewski im Rücken. Ja, auf dem Weg Richtung Start und Ziel zurück in die berühmteste Schikane der Welt. Und jetzt erstmal Joe Hotonchi. Da geht es um den letzten Platz. Der kämpft mit Tim Heinemann. Ich würde sagen, Heinemann hat sich da schon weggedreht. Kevin Siggi auf der 7. Und jetzt bin ich gespannt. Setzt er den Angriff hier oder bleibt er zurückhaltend? Vor ihm Jakub Brzezinski, einer der Fahrer, die sich sehr wohl zu verteidigen wissen. Brzezinski kommt außen auf den Curb. Auto dürfte sehr, sehr unruhig sein. Virtuelles Le Mans, Platz 1 in den Prototypen 2020 bei Brzezinski. Hat Rogers vor der Nase, allerdings eine Sekunde der Abstand. Siggi auf der 7. Position, also ein Platz hinter unserem virtuellen Le Mans-Gewinner. Ja, Siggi probiert es außenrum, das ist denkbar die einfachste Variante in der ersten Kurve. Gerade wenn du so viele Downforce hast, dann sollte das schon gehen. Hier muss er jetzt ein bisschen zurückstecken, fährt er dem Audi vor ihm da fast drauf. Das ist richtig gefährlich. Also wenn sich die Autos hier aus dem Schwung rausbringen, dann drehen die sich sofort weg. Brzezinski vorbei an Siggi, hinter Rogers jetzt 5., 6. Position für die beiden. An der Spitze Jajowski, Abstand 0,6, hat etwas ausbauen können. Wir gucken auf Wisniewski, der zusammen mit Brzezinski Le Mans virtuell hat gewinnen können. Kämpft hier um die 13., 14. Position, immer mal die Nase vorn, dann wieder nach hinten. Aber auch er sehr aggressiv unterwegs. Man sieht, er ist schon ganz leicht am Limit. Das Auto bricht vorne immer wieder so ein Stückchen aus. Wenn er früh aufs Gas geht, von hinten kriegt er jetzt einen Titscher drauf. Das dürfte Alejandro Sanchez gewesen sein, der ihn da ganz leicht angestupst hat. Nimmt ihm da natürlich jegliche Geschwindigkeit für einen neuen Angriff raus. Top 3 innerhalb von einer Sekunde aktuell. Während wir mit den Kameras bei Wisniewski auf Platz 14 bleiben. Sanchez eine knappe Sekunde dahinter. Benz Bunky halbe Sekunde davor. Auf Löhner gehen wir. 2. Position. Der hat gehörig Boden gut gemacht auf Jajowski, den Führenden. Eben 0,3 Sekunden. Jetzt wieder angewachsen auf 0,45. Aber das ist der Kampf um die Topplätze. Löhner, ich glaube, der lässt das jetzt auch erstmal ein bisschen auf sich beruhen. Der weiß ganz genau, der muss nicht zu hart pushen. Jajowski, der wird schon die maximale Pace gehen. Die beiden jetzt erstmal ganz, ganz ruhig sich so ein bisschen absetzen. Hier wird die Taktik sein, mindestens mal so 2, 2,5 Sekunden vor Keithley rauszufahren, damit man dann einen sehr, sehr aggressiven Move machen kann. Ich denke, das ist notwendig auf Suzuka. Keithley hat die Augen im Rückspiegel. Tim Jaschel drückt von der 4. Position. Auch Rogers ist zumindest in Schlagdistanz. Wir schauen weiter hinten auf Benz Bunky. 13. Position. Aktuell, der ist da mitten im Getümmel, Thomas.
Der Slowake eigentlich mit einem Vorteil auf den Autos. Er hat einen unglaublich ruhigen Fahrstil. Der fährt sehr, sehr rund, fährt nicht besonders aggressiv auf dem Gas. Also eigentlich das genau das Ideale, was man hier haben muss. Aber am Ende, ja, erstmal nur auf der 13. Und ganz ehrlich, der ist, wie gesagt, auch ganz schön eingekesselt. Vor ihm Naujok, sein Teamchef. Hinter ihm Wisniewski, mit dem er auch schon die ein oder anderen harten Zweikämpfe hat. Also so ganz so einfach wird es hier nicht auszubrechen. Dafür Mitchell de Jong einen Platz gut gemacht, auf 19 vorgekommen, vorbei an Tommy Østgaard. Der 20. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ich hoffe, dass wir den Angriff von Bunky auf Naujok sehen, weil, wie gesagt, das ist jetzt gerade eben Teamchef gegen Teamkollegen sozusagen. Hatten wir, glaube ich, so bisher im Simracing auch noch nicht. Mitchell de Jong versucht jetzt innen mal ein bisschen anzuklopfen gegen Pev. Formel 1 E-Sports-Fahrer gegen iRacing-Fahrer, aber die beiden, ja, lassen es erstmal nochmal dabei sein. De Jong findet da nicht so richtig den Winkel, findet nicht so richtig den Move und ja, Platz 19 erstmal. Ja, das ist auch ein bisschen eine Lücke etwas weiter vorn auf Pev, beziehungsweise von Pev auf Bethke. Jeweils über eine Sekunde an Bord bei Mitchell de Jong. Platz 19 und der Blick ins Wohnzimmer. Ja, sieht alles äußerst aufgeräumt aus und wie immer den eigenen Sponsor noch mit im Bild drin offensichtlich. Sehr clever gelöst. Und de Jong holt jetzt gerade im ersten Sektor wieder so ein bisschen auf. Vor ihm der Fehler und jetzt, tja, was machst du jetzt? Also so richtig den Angriff setzen kannst du nicht, weil dann verlierst du viel zu viel Zeit. Kurve 2, Kurve 3, kannst du nicht reinstechen. Hier musst du eigentlich bis auf den Heckspoiler aufholen, um dann letzten Endes den Angriff kurz vor der Unterführung zu machen. Ah, und da geht ihm das Auto weg. Mitchell de Jong, Finalist bei World's Fastest Gamers, der US-Amerikaner. Also der weiß durchaus, wie man ein Simrig bedient, wie man die virtuelle Kiste hier schnell um die Ecken bringt. Der ist voll am Limit, wie ihm da jedes Mal das Heck kommt. Das ist unglaublich schwierig. Also DTM 2020 Autos sind, wenn man zu aggressiv mit denen, sind wirklich extreme Zicken, muss man ganz ehrlich so sagen. Die machen unglaublich viel Spaß, aber Snap-Oversteer ist also in jeder Kurve. Und das beherrscht Mitchell de Jong vom Allerfeinsten. Ja, Erhan Jajowski trägt seinen Boliden hier wie eine Packung rohe Eier durch die Gegend. War zwischenzeitlich über eine Sekunde weg von Moritz Löhner, aber der Champion, der E-Sport, DTM E-Sport Champion, hat sich berappelt und fährt die Lücke wieder langsam zu. 2 Zehntel hat er schon abgefeilt, 3 Zehntel aktuell auf der Uhr. Also er robbt sich da Zentimeter um Zentimeter ran. Aber Jack Heathley auf der 3. Position hat sich etwas freifahren können von Tim Jarschel. Und der sitzt jetzt Moritz Löhner, dem Zweitplatzierten, gehörig im Rücken. Wir schalten gleich wieder zurück, sobald der Angriff ernsthaft kommt. Wir sind erstmal drauf, ob David Nasch vor ihm, geht es ein bisschen heiß her zur Sache. Wisniewski gegen Sanchez, die da kämpfen. Ja, und Nasch, der kann da erstmal nur zugucken. Der kriegt auch nicht richtig den Abstand geschlossen. Wie gesagt, vor ihm Wisniewski. Und der macht jetzt direkt mal den Move auf Benze Bunky. Der konnte das noch abwehren. Und wieder durch die SS durch. Am Ende Suzuka, eine unglaublich taktische Strecke. Du musst eben die Ruhe bewahren. Du musst wirklich das Auto bis auf diesen einen Moment, wo du überholen kannst, ruhig fahren, versuchen, die Dirty Air zu managen und dann den Move ein für alle Mal ganz kaltblütig durchziehen. Aber eins müssen wir sagen, bislang überhaupt keine großen Unfälle. Man fährt hier sehr geordnet, sehr überlegt, sehr konzentriert und ohne großes Kleinholz. Genauso wollen wir das sehen. Und das komplette Feld liegt noch relativ eng zusammen. Wenn wir schauen, die Top 21 in 15 Sekunden aktuell, kann sich durchaus sehen lassen. Kann sich absolut sehen lassen. Der erste Ausreißer ist dann Joshua Rogers auf Platz 5. Der hat 1,6 Sekunden Abstand zu Kevin Sigit. Im Jarschel immer noch mit 0,39 Sekunden Abstand auf Keithley. Und das ist das gleiche Spiel, wie wir es beispielsweise auch im Slowakia-Ring haben. Wenn du nicht unter 0,18 Sekunden bist, dann gibt es einfach keine Möglichkeit. Und ihr seht es jetzt mal ganz klassisch mit bloßem Auge. 0,3 Sekunden, das ist ungefähr eine halbe DTM-Wagenlänge Abstand. So, und das heißt nochmal, also nur ein Viertel davon, das ist der Abstand zum wirklich ernsthaften Angriff. Wir sehen es hier, Jarschel viel, viel, viel zu weit weg, um sich wirklich in Kurve 1 reinfallen zu lassen. Und DRS
Und Push-to-Pass haben wir noch gar nicht erwähnt. Gibt es natürlich auch hier Klappflügel und Zusatzpower auf Knopfdruck. Und gerade auf einer abtriebreichen Strecke wie hier in Suzuka spielt es natürlich heftig eine Rolle, ob dein Flügel jetzt abgeklappt ist oder gerade. Du, aber ganz ehrlich, wenn Keithley auch den Heckflügel runterklappt, dann fahren sie alle mit abgeklapptem Heckflügel. Das heißt, alle haben am Ende die gleiche Highspeed. Tja, wer überholt dann am Ende wen? Da egalisiert sich das so ein bisschen. Das ist richtig, außer Jajowski, der hat da vorne ein bisschen schlechte Karten. Und der macht das erstaunlich gut, immer noch eine halbe Sekunde Vorsprung. Wir gehen nochmal ein Stückchen weiter zurück zu Jano Oppmeer, Position 20. Und der verteidigt sich eher, denn als er angreift, Abstand nach vorne 0,6 Sekunden, Abstand nach hinten 0,3 Sekunden zu Tommy Osgard. Und auch hier klassisches Suzuka-Feeling. Die Jungs fahren hinterher, bleiben ganz, ganz vorsichtig. Und ich glaube, das ist das, was das erste Rennen heute ausmacht. Denn ja, das Training ist ja immer das eine, wenn du alleine oder mit deinen Teamkameraden auf dem Server bist. Aber eben in einem großen Feld fahren, das ist das andere. Und hier will eben auch keiner sein Gesicht verlieren. Ich glaube, in Daytona wird die Sache ganz anders aussehen. Das ist die andere Strecke, die wir heute noch besuchen. Wir machen einen Riesensprung auf dem Globus. Aber noch ein paar Worte zu Jano Oppmeer, der Niederländer. Der kennt Rundenzeiten von 1,30 in Suzuka. Schließlich ist er einer der Formel 1 E-Sport Driver 2020. Der weiß also ganz genau, wo man hier den Angriff setzen könnte. Und auch er muss eingestehen, dass es eben nicht ganz so einfach ist. Auch Moritz Löhner eben bis auf 0,21 Sekunden rangefahren. Da war sogar mal eine 0,16 dabei. Und jetzt schon wieder 0,42. Also das sind so Bruchteile. Das ist nicht mal einmal die Augen kurz schließen und wieder aufmachen. So wenig Abstand haben die. Und trotzdem, ja, fällt es dem Wahlmünchner unglaublich schwer, vorne den ersten Sieg einzuholen. Platz 2 immer noch gut, aber sicherlich nicht der beste Start in dieses Zwei-Rennen-Doubleheader-Format. Ja, so ein bisschen hin und her. Mal wird der Abstand nach hinten größer auf Jack Keithley, mal wird er kleiner. Aus Sicht von Moritz Löhner hätte er es natürlich gern, den Briten sich vom Hals zu schütteln und seinen Angriff zu setzen auf den Führenden, auf Jajowski, der wirklich ein blitzsauberes Ding bisher absolviert hat in den vergangenen 11,5 Minuten. 8 Minuten 23 hat er noch auf der Uhr. Wir schauen auf Tim Jarschel auf der vierten Position hinter Jack Keithley und vor Rogers auf Platz 5. Und da auch mal dazu gesagt, Rogers ist kein klassischer Raceroom-Fahrer, also die Top 4 klassische Raceroom-Fahrer, Rogers selber nicht. Der ist Porsche eSports Supercup-Winner, der ist Virtual Le Mans-Winner, also ganz, ganz unterschiedlichste Simulationen, die er hier als Erfahrung mitbringt. Umso erstaunlicher, dass er den Abstand von 0,4 Sekunden auf Tim Jarschel, auf einen der wirklichen, ja, wie soll man das sagen, Pedal-to-the-Metal-Fahrer, also die Schnellsten der Schnellsten, halten kann. Erstaunlich, welchen Job hier Williams eSports macht, beziehungsweise wie gut die Jungs im Raceroom DTM-Modus unterwegs sind. Wenn wir auf die Meisterschaftswertung gucken, sowohl Löhner als auch Keithley, beide Junioren, beide Nachwuchspiloten im britischen Haus. Ja, das ist, ich würde sagen, Javi Guerra hat da viel richtig gemacht, der Team Principal von Williams Esports. Er hat sich einfach genau die richtigen Fahrer rausgesucht. Jetzt gerade eben mal so ein Moment, wo sich Erhan Jajowski nicht sicher war, ob der Abstand reicht für die lange Gerade. Hat er mal verteidigt, aber ist dann wieder zurückgezogen. Und jetzt Rogers viel zu hart über den Curb drüber, muss aufpassen, hat dreckige Reifen. Also, aber er versucht den Abstand auf Jarschel zu halten. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob der damit rechnet, wie hart Jarschel auch verteidigen kann. Tolles Ding. Rogers ist dran, schlüpft da fast unter den Flügel, legt sich den Kollegen zurecht und wartet nur auf seine Chance, wartet auf den Fehler, der ihm möglicherweise die vierte Platzierung schenken könnte. Aber so leicht gibt Tim Jarschel den Platz nicht her. Rogers muss aufpassen, der hat dreckige Reifen, der hat vor allen Dingen auch heiße Reifen. Wir haben es ein paar Mal gesehen, da war viel Oversteer dabei auf dem Weg zu Herpin. Und das heißt, in der gerade hier jetzt auf dem Exit, da könnte das Auto mal locker weggehen. Er fährt in einem weiten Winkel, um einen späten Scheitelpunkt zu fahren, um dann hier gleich am Ende der Geraden wieder mehr Geschwindigkeit zu haben als Jarschel. Aber der Abstand ist viel zu groß. Also taktisch gesehen eine clevere Idee. Umsetzung hat nicht geklappt. Kevin Siggi auf Platz 6 kommt da auch Schritt für Schritt oder Schrittchen für Schrittchen näher. Brzezinski, da klafft eine ganz große Lücke von an die 4 Sekunden leicht drüber, je nachdem, wann wir auf die Situation schauen. Aber die Top 6 zumindest in 3,7 Sekunden denkbar eng zusammen. Wir springen nach hinten auf Alejandro Sanchez.
Alejandro Sanchez auf der 13, vor ihm wird es knapp und jetzt wird es richtig eng. Vorne Abstand 0,42 Sekunden, eben schon wieder 0,16. Kann es Löhner zufahren hier? Ne, überhaupt nicht. Das gibt keine Möglichkeit. Ein Stückchen weiter hinten, wir konnten es zumindest sehen auf dem Timing. Es ist rot, aber auch da passiert nicht viel. Jetzt vielleicht gleich in Turn 1 rein. Auch hier Löhner zeigt sich, Jajowski zeigt sich auch unsicher. Ich weiß nicht. Also, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Ist das jetzt ein Spielchen von Jajowski, dass er sagt, hier, ich zeig mich schwach, oder meinst du, er ist sich wirklich unsicher? Also, zeig mir mal einen Rennfahrer, der sich schwach zeigt. Sowas gibt es vielleicht im E-Sport, aber auf der Rennstrecke sieht man sowas selten, außer fürs Foto, wenn man da teamintern auf den Plätzen 1, 2, 3 liegt. In Le Mans haben wir sowas schon mal gesehen, aber normalerweise gibst du deinen Vorsprung nicht einfach her, weil du weißt ja, dass die beiden hinter dir mit einem zweischneidigen Schwert quer im Mund kämpfen. Absolut, also von daher, Löhner wieder Abstand 0,65 Sekunden, hinten auf Platz 13, tut sich gerade eben auch nicht viel, also Alejandro Sanchez weiterhin mit einem riesen Abstand nach vorne, das könnt ihr sehen, das sind fast zwei DTM-Fahrzeuge, Abstand auf Nikodem Wisniewski, und selbst wenn er den zufährt, boah, also Wisniewski, ich weiß noch aus dem Porsche eSports Carrera Cup, der weiß sich mit allen Finden und Tricks zu verteidigen. Und mittlerweile haben wir auch nur noch 4 Minuten 24 auf der Uhr bei einer durchschnittlichen Rundenzeit von 1,47. Könnt ihr euch das selber ausrechnen? Viele Runden werden hier nicht mehr gefahren. Ja, David Nagy im Nacken auf der 14. Position. Aber wir sind nach vorne gesprungen auf Kevin Siggi, 6. Platz aktuell. 3,8 Sekunden der Rückstand auf die Spitze, auf Erhan Jajowski, der in seine 9. Runde eingebogen ist. Die Uhr tickt weiter runter, noch knapp 4 Minuten. Hier kommt der Angriff. Aber steckt zurück. Es ist dieser hängende Scheitelpunkt mit einer öffnenden Kurve. Es ist so schwer, wenn du nicht wirklich 100% daneben bist. Der Overlap nicht von Vorderrad zu Vorderrad ist, dann wird es fast unmöglich. Du kannst im Grunde genommen aus der letzten Schikane heraus nur das Beschleunigungsduell erzwingen. Und dann, wenn du innen bist, hast du eigentlich auch schon wieder den Nachteil. Die Sicht von Moritz Löhner, dem Zweitplatzierten, einmal nach vorne, einmal nach hinten, rechts unten im Bild. Jack Keighley ist so ein bisschen weg, zumindest hat das Ganze im Rückspiegel so ausgeschaut. Also der ist deutlich näher an Jajowski dran als Keighley, als der Brite an ihm selbst. Tim Jarschel abgeschlagen, über 2 Sekunden weg schon auf der 4. Position. Also dieser Dreikampf, der wird uns über die verbleibenden 3 Minuten noch begleiten. Wir springen nach hinten auf Robin Bettker im Team Kelvin van der Linde, 16. Position. Aktuell für den Deutschen 0,6 Sekunden nach vorn und 0,7 nach hinten auf Lukas Müller auf Platz 17. Robin Bettger mit der 16. Position. Eigentlich kommt er aus Forza. Wie gesagt, das ist eine ganz andere Nummer und dafür kann er sehr, sehr zufrieden sein. Wahrscheinlich kennt er dann doch auch noch die eine oder andere Simulation mehr. Löhner, der kriegt nicht so richtig den Stich auf Jajowski. Muss man fairerweise auch sagen, Jajowski zumindest im Race Room-Universum befreit von jeglichen Sorgen. Da steht keine Meisterschaft mehr an. Am Wochenende geht es für Löhner und Keighley nochmal um alles. Hier in dem Fall, naja, vielleicht der Trainingsnachteil von, keine Ahnung, 20 Stunden. Möglicherweise. Möglicherweise. So, und wir biegen ein in die vorletzte Runde, würde ich sagen, weil die werden deutlich vor 1,47 nochmal über die Start- und Ziellinie kommen. Das heißt also, wenn die jetzt hier nicht langsamer machen, wovon auszugehen ist, fahren die auf jeden Fall noch 2 Runden. Ja. Jajowski wieder erneut mit dem Spiel und jetzt ausnahmsweise mal mit dem Anbieten der äußeren Linie. Also das allererste Mal, dass Löhner richtig nah dran war. Sind da vielleicht langsam die Reifen runter? Musste Jajowski so hart pushen, dass ihm jetzt auf den letzten beiden Runden die Reifen ausgehen? In jedem Fall hat sich Sheldon van der Linde aus dem Rennen zurückgezogen. Das ist schade. Grüße an den Südafrikaner. Grinst da hinten aus seinem Simulator raus. Racing Incident hat dazu geführt. Das ist natürlich bitter. Das ist schade, wenn wir nachher vielleicht nochmal die Möglichkeit haben, mit ihm drüber zu sprechen. Während wir auf Georg Obaldi schauen, der auf der 9. Position aktuell noch unterwegs ist. Rückstand rund 1 Sekunde auf Brzezinski auf der 7. Beziehungsweise auf Garcia auf Platz 8. Oh, das ist richtig bitter. Also, dass Löhner jetzt direkt hinter der Herpin so nah dran ist, das setzt Jajowski unglaublich unter Druck, denn
Wenn wir durch die lange Linkskurve den Berg runterfahren, hat Löhner die besten Chancen, jetzt den Abstand zu verkürzen. Die Frage ist, wie gut ist Löhner auf der Bremse? Kann er das Auto gut ausbalancieren? Abstand 0,39 Sekunden, 0,4 Sekunden und es wird nicht wirklich kleiner. Also Jajowski offensichtlich mit einem ganz starken dritten Sektor. Erst jetzt wird das Momentum kleiner. Jetzt Abstand 0,2, 0,17, 0,15. Das ist vielleicht die beste Möglichkeit, jetzt für Löhner mal den Angriff zu setzen. Und hier geht er vom Gas. Hier klappt es am Ende dann doch nicht. Mist an der Stelle für ihn. Ich glaube auch, Erhan Jajowski hat da Nerven gezeigt, nämlich beim letzten Überfahren der Linie. Dieser Zucker nach links, der war dem Druck von Moritz Löhner auf der 2 geschuldet. Die Uhr tickt runter. Schaffen wir es noch vorher über die Linie oder nicht? Wir kommen drüber und fahren noch eine 12. und letzte Runde. Löhner ist daneben und drückt sich vorbei am führenden Jajowski. Tolles Ding. Die ganze Zeit geführt. Und jetzt haben wir einen neuen Spitzenreiter. Das ist der neue Champion der DTM E-Sport-Meisterschaft. Ganz klassischer Löhner. Der sitzt das einfach Runde für Runde aus, zeigt, was er für eine unglaubliche Psyche hat. Und dann lässt er sich da mit so einem unglaublichen, waghalsigen Manöver daneben fallen. Gerade mit abgefahrenen Reifen. Kannst du da mal ganz schnell in das Understeering kommen und dann rutscht dir das Auto vorne weg. Da hätte er eher mal eine Position verlieren können als gewinnen. Am Ende sogar noch vor dem Exit-Kurve 1 an Jajowski vorbeigezogen. Also ein unglaublich starkes Manöver. Tja, schöne Zeitlupe, die uns da nochmal zugespielt wurde. Und er setzt sich gleich noch ab. Jajowski muss schauen, dass er die zweite Position behält mit den von dir angesprochenen abgefahrenen Reifen. Wird es ein einfaches sein für Jack Keithley, den langen Spitzenreiter in diesem Rennen möglicherweise noch zu überrumpeln? Keithley viel, viel näher dran als Löhner in diesem Streckenabschnitt. Letzte Runde. Löhner hatte hier knapp 0,15 Sekunden mehr Abstand auf Jajowski. Und hier, ihr seht es mit bloßem Auge, wie nah Keithley dran ist. Also jetzt heißt es alles oder nichts dagegen halten, auf jeden Fall für den Nordmazedonier, denn ansonsten geht ihm diese Position auch noch flöten. Und Keithley ist da ein bisschen brachialer im Normalfall als Löhner, der wird draufhalten. Ah, jetzt nochmal durch diesen Linksknick hier durch. Ah, Keithley hält die Geschwindigkeit. Ja, Jajowski geht quer. Und hier mal alle Fahrer im Gesamtbild, bevor wir dann auf Löhner wechseln, der das erste Rennen gewinnen wird. Tolles Ding, was der Deutsche hier gezeigt hat. Der frisch gebackene DTM E-Sport Champion holt sich auch noch den Sieg beim Grand Final der DTM E-Sport Meisterschaft 2020. Chapeau Moritz, fährt da neben der Strecke erstmal einen tiefen Schluck aus der Wasserflasche. Jajowski wird Zweiter vor Keithley, der sich die dritte Position am Ende im Ziel noch sichern kann. Hinter uns, ein wenig niedergeschlagen, sehen wir Sheldon van der Linde, der uns gerade noch zugewunken hat. Wir winken nochmal nach hinten, er winkt zurück. Also toll, diese Studioatmosphäre, die hätte ich mir die ganze Saison schon gewünscht. Also das wäre das Allerschönste gewesen, aber ne, wir kennen alle die Gründe. Wir sind saufroh, dass wir überhaupt hier sein dürfen, um genau diese Stimmung nochmal mitzunehmen. Denn das war eigentlich der Sprung, den wir uns dieses Jahr fürs E-Sports schon gewünscht hätten, jedes Mal mit an der Strecke zu sein. Wir wussten, es war vorkonzipiert, wir wussten, es sollte genau so sein und jetzt sind wir leider nur das eine Mal hier. Und wir haben gesehen, es kam ganz anders, wie es immer so ist, wenn man zu viel Pläne macht. Aber wir haben ein tolles Rennen gesehen mit Jajowski, der bärenstark die Führungsposition gehalten hat, bis er überrumpelt wurde und dem Druck von Moritz Löhner nachgeben musste. Ja, das habe ich am Ende nicht mehr ganz mit gerechnet, denn es sah so, so gut aus in der vorletzten Runde. Wir haben auch gesehen, Jajowski ist extra nochmal so links, einmal rechts gefahren, um vielleicht diese eine Sekunde noch rauszuholen. Am Ende haben ihm 4 gefehlt, um die Runde zu beenden und da, tja. Gut, was soll's? Er hat einen neuen Versuch. Ein Pfeil noch im Köcher. Wir machen einen Sprung, du hast schon angekündigt, von Japan in Richtung der USA. Wir gehen nach Daytona. Aber es ist nicht das Trioval mit 4 Kilometern. Ja, zum Glück, würde ich sagen. Zum Glück, also Daytona unglaublich schön als Oval, aber mit dem Infield finde ich nochmal ein bisschen besser. Und wir schauen da jetzt einfach direkt mal rein, wie Daytona aussieht und vor allen Dingen, wie sie mit dem DTM-Fahrzeug zu fahren ist. Ab dafür. Hey guys, it's me again. Now we go to Daytona, a very special track in the DTM cars. Enjoy the lap. Approaching turn one. Braking is very important here because you can easily lock up and lose a lot of time. It's also a very good spot to overtake. And
then approaching turn two. It's also a very good spot to overtake. When you brake a little bit later on the inside, maybe you can try to overtake the car ahead of you. The exit is very important here as well, because you have to get early onto the power, and yeah, you can easily the rear can easily step out as well. Then braking for the next turn, you have to brake a little bit while steering, so this is important to hold the car stable as well. Then last turn before we go onto the banking, it's a third gear corner, a little bit faster than the others, and yeah, then we go into the banking. This is probably where you want to use push to pass, because it's out of a slower corner, and you can gain the most time there when you use it. Then we'll approach the fastest turn of the whole track, the bus stop. It will be in fourth gear. A very fast entry, hug the curbs on the inside, and a fast exit. And yeah, now the draft games will start to play out, because people will use DRS, people will maybe also use push to pass here. And with the draft as well, you will have a lot of action coming up, maybe with 3 or 4 wides. And yeah, we're coming down to the start-finish straight again and finish the lap on the banking. And hopefully that's a good lap. As you saw, a very high-speed track with a lot of overtaking possibilities. So the racing will be quite exciting, which you will hopefully see now. Enjoy it. Ja, wir hatten gerade einen fliegenden Wechsel, die Batterien von meinem Mikrofon waren nämlich leer. Ich wollte es gerade sagen, wären wir jetzt noch so in der Situation gewesen, hätte ich gesagt, und Olli Sittler im Boxenstopp, 1,8 Sekunden, Weltrekord. Hätte vielleicht ein bisschen komisch ausgeschaut, aber was soll's. Wir haben Banking gesehen, und wenn wir von Banking sprechen, wir haben in Deutschland eine Strecke, die heißt Lausitzring, da ist die DTM in diesem Jahr auch schon einige Male zu Gast gewesen, aber das alles Kindergarten-Banking im Vergleich zu Daytona. Wahnsinn. Ich bin sehr gespannt, wie sich der Flügel und der Drag ausmacht, weil ganz ehrlich, ich habe ein bisschen Sorgen, dass wenn hinten der Flügel runtergeht und die eh schon so fahren, dass es dann haareng wird. Also Moritz Lühner sagt, DRS geht, also vertrauen wir ihm mal, er wird als amtierender Champion am meisten Ahnung haben, würde ich sagen. Der wird das wissen, wie man die 5,7 Kilometer mit den 11 Kurven am besten meistert, und wenn wir von Banking sprechen, dann ist das die Überhöhung der Kurven nach außen für alle, die vielleicht nicht ganz so im amerikanischen Rennsport verhaftet sind. Und bevor es ins Banking reingeht, haben wir auch gerade eben gesehen, da kommt diese Schikane, und die ist unglaublich schwer zu fahren. Wir werden es jetzt gleich sehen. Ich liebe die, also wirklich, die ist super, super cool, die macht unglaublich viel Spaß zu fahren, weil du eben nur vom Gas gehst, längs und wieder raus, und das ist Adrenalin pur. Ja, und bevor es ins Rennen geht, schauen wir ins Qualifying. Davon sind noch knappe 7 Minuten auf der Uhr, und wir haben einen der beiden Driftbrüder gerade im Bild. Joe Tonchi fährt sicherlich quer besser als geradeaus. Der ist ja so ein bisschen mit dem Simracing-Virus infiziert worden am Anfang des Jahres, als die Strecken geschlossen worden sind. Haben wir ihn gefragt, hier sag mal Joe, wie sieht's denn aus? Hast du nicht mal Lust, ein bisschen Simracing mitzumachen? Sagt er, ja klar, das hat voll Spaß gemacht auf der Essen Motorschau. Jetzt seitdem ist er eigentlich bei fast jeder Challenge dabei, wo wir ihn einladen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Hut ab auch wieder an ihn, dass er so unglaublich starke Leistungen bringt. 4 Sekunden klingt erstmal für den Zuschauer so, boah, das ist ja im Welten entfernt. Ist es auch, aber jetzt muss man das immer in Relation stellen zum Training. Und das ist unglaublich stark. Die Jungs sowieso unglaublich cool. Ich habe mit den Driftbrüdern hier in Hockenheim vor ein paar Jahren schon Interviews geführt. Die haben auch gerne Runden auf der Strecke absolviert. Und da sehen wir den Mann mit einer VR-Brille auf dem Kopf. Das macht es natürlich einfach. Er dreht den Kopf und sieht den Nudeltopf um sich rum. Ja, das ist auch das erfordert ein bisschen Übung an der Stelle. Ah, guckt euch das an. Das ist der Anbremszone auf die erste Kurve, die ist unglaublich schwer. Du kannst den hier sehen, den Scheitelpunkt. Du musst dich reinfallen lassen. Du bremst in diesem abgeknickten Bereich, wo du eigentlich auch schon am liebsten einlenken willst. Also du musst die ganze Zeit gegen deinen Kopf arbeiten. Und jetzt kommt der Punkt. Wenn du eine VR-Brille auf hast, dann hast du diesen Impuls noch viel mehr, weil du ja reinguckst. Also den muss man eben unterdrücken. Und das ist einer der schwierigsten Teile in Daytona. Kevin Siggi momentan der Schnellste, während
Joe auf der 21. Position aktuell so ein bisschen festklebt. 5 Minuten haben wir noch auf der Uhr, also wir sind gerade in der ersten, zweiten fliegenden Runde, je nachdem auf welchen der Protagonisten wir schauen. Ja, die Zeiten bisher, wenn ich das richtig erkenne, noch gar nicht gesetzt. Also mich würde mal interessieren, was da los ist. Doch, da kommen die ersten Zeiten rein. 1:34.774, Kevin Siggi 1:35.144, Nikodem Wisniewski, Moritz Löhne 1:35.2. Also der wird richtig weit durchgereicht. Auf die 6 wusste Mr. Keithley, der ist auf der 8 mit einer 1:35.328. Und jetzt nochmal kurz den Blick in den Tower. Also wir sehen es, Top 10 wieder innerhalb von einer halben Sekunde. Ja, und das wird sich noch zuspitzen in den 4:22. Wir nähern uns gerade mal der Halbzeit dieses Qualifyings, aber alle Bremsen, alle Reifen schon auf Temperatur und die Inlap absolviert. Absolut. Und jetzt der Fun Fact für heute Abend. Warum haben wir eigentlich Suzuka und Daytona genommen? Aus einem ganz einfachen und simplen Grund. Egal welche Simulation du fährst, diese zwei Strecken gibt es überall. Und damit sollte keiner einen Trainingsvorteil haben gegenüber den anderen, egal welche Simulation sie fahren. Kevin Siggi scheint sich aber durchzusetzen. Erneute Bestzeit für ihn im ersten Abschnitt. Gleich mal 1,3 Zehntel nochmal seiner eigenen Zeit abgefeilt. Aber auch Rogers auf der zweiten Position richtig schnell. De Jong auf Platz 6. Baldi, warum nenne ich die Namen? Natürlich, alle haben einen Magenta markierten ersten Sektor. Moritz Löhner haut mal einen raus auf Platz 8. Bestzeit im zweiten Abschnitt für ihn. Aber Kevin Siggi ist der Mann, den es zu schlagen gilt. Haut nochmal einen besten zweiten Sektor hin. Und zwar nicht zu knapp. Das sind mal eben fast 4 Zehntel, die er da rausholt. Ich bin gespannt, was passiert, wenn er die Start- und Ziellinie überquert. Also kriegt er da nochmal ein Zehntelchen raus. Macht also die halbe Sekunde voll am Ende. Ah, fast. Also am Ende sind es 4 Zehntel, die er da insgesamt rausholt. Ich bin gespannt. De Jong immer noch mit absoluter Bestzeit im ersten Sektor. Gerade mal 200stel, aber dann im zweiten Sektor schon wieder oben drauf gelegt. Da hat der Niederländer ordentlich fliegen gelassen. Und der Amerikaner kommt kaum auf seine Heimstrecke hinterher. Na, der wird jetzt einen gehörigen Sprung noch nach vorne machen. Möglicherweise im nächsten Umlauf auf Platz 4 hat er sich jetzt erstmal eingereiht hinter Siggi, Jajowski, Baldi. Da finden wir eben den US-Amerikaner. Dahinter dann Wisniewski, Vorlöhner, Rogers, Jarschel, Romanidis und Jack Keithley nur auf der 10. Position aktuell. Ich glaube, Jack Keithley hat hier nicht viel Training investiert. Ansonsten würde das ganz anders aussehen. Und offensichtlich ist Keithley noch gar nicht so oft gefahren auf dieser Strecke. Ist auch nicht die Nummer 1 Strecke für Competitions, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, und für Briten auch nicht. Für Briten schon gleich zweimal nicht. Absolut. Also von daher... Baldi vorne, De Jong vorne, Rogers, ist jetzt ein bisschen zurückgereicht worden, dennoch Löhner hat nochmal einen Sprung gemacht. Aber was ich super finde, also Rogers beweist sich das zweite Mal jetzt in den Top 10. De Jong jetzt mit einem Riesensprung, offensichtlich doch einer seiner absoluten Favoritenstrecken. Keithley zumindest persönliche Bestzeit im zweiten Abschnitt, ist da im letzten Sektor unterwegs. Reicht es für ihn, von Platz 10 sich etwas freischwimmen zu können in Richtung nach vorn? Top-3-Ergebnis wäre ja wünschenswert aus seiner Sicht, aber möglicherweise ist genau das die Strecke, die der Brite überhaupt nicht mag, die er überhaupt nicht trainiert hat. Gut, für Platz 8 reicht immerhin, aber das wird ein hartes, das wird ein langes und schweres Rennen für ihn. Da ist ihm direkt mal der Platz 8 abgenommen worden. Er wird kurz danach auf die 9 zurückgeschoben. Also das so richtig soll es für ihn nicht laufen. Jan Oppmeer gerade eben mit einer persönlichen Bestzeit in Sektor 3. Auch hier nur Platz 13, Abstand 1,2 Sekunden. Und dann verliert er das Auto beim Anbremsen. Erste Kurve, wie gesagt, unglaublich schwer zum Anbremsen. Keithley versucht es nochmal, aber sind wir ehrlich, die Zeit tickt runter und wenn es vorbei ist, dann ist es vorbei. Deine Runde wird nicht mehr zu Ende gefahren. Ja, schauen wir kurz auf Özgard. Den finden wir auf der 20. Position. Tommy mit 2 persönlichen Bestzeiten, möglicherweise noch einen kleinen Schritt nach vorn. Auch Rudolf Rühn, der Schweizer, Platz 26 und letzter aktuell. Auch der könnte sich da noch deutlich verbessern. Sein Rückstand über 4 Sekunden auf Ontonji. Davon wird er jetzt ein bisschen was abhacken. Kann man durchaus von Hacken sprechen bei 4,5 Sekunden.
Am Ende, na gut, am Ende bleibt es bei der 26. Position. Das war eher die Pfeile. Ja, der dritte Sektor, es sieht so einfach aus. Du fährst aus diesem Infield raus, kommst direkt aufs Banking, hast dann diese kleine Schikane und fährst dann wieder ins Banking rein. Man möchte meinen, dass man da keine Fehler machen kann, aber ne, man möchte meinen, so, jetzt haben wir noch 3 Sekunden auf der Uhr und Jack Keithley kommt nicht mehr über die Linie, oder? 0, 0, 0 und er bricht selber ab, er hat es schon gesehen. Also keine Verbesserungsmöglichkeiten für den Briten, am Ende Platz 9. Ja, ist doch super, dann kann er wenigstens viel fighten. Es ist super, diese Rennstrecke ausgewählt zu haben, weil die stellt das ganze Geschehen jetzt nochmal gehörig auf den Kopf zum Finale beim Grand Final. Also wirklich toll, hier die unterschiedlichen Jungs oder die Jungs zu sehen, die sich hier unterschiedlich schwer tun, je nachdem natürlich, wie viele Runden sie in Daytona bislang absolviert haben. Kevin Siggi wird ganz vorne starten, etwas, was wir dieses Jahr zumindest bei Raceroom noch nicht einmal gesehen haben. Das lässt mich sehr wundern, in welche Richtung dieses Rennen geht. Mitchell de Jong, der wird sich jetzt auch gleich das allererste Mal im Raceroom Field überhaupt wiederfinden. Das heißt also, er wird jetzt gleich sehen, wie hart eigentlich so ein Löhner, wie hart so ein Keithley, wie hart ein Jarschel eigentlich in den Zweikampf gehen. Ja, und damit haben wir zum ersten Mal einen Slowenen auf der Pole Position. Das Ganze in Amerika. Also es bleibt durchaus spannend und das wird gleich ein richtig großartiges Ding. Nochmal 20 Minuten Rennen auf einer der US-amerikanischen Rennstrecken. Das ist der Blick auf das Ergebnis der Qualifikation mit den Zusatzpunkten für Siggi, Jajowski, De Jong auf der 3, dann Baldi, Wisniewski, Löhner, Rogers auf der 7 vor Sanchez, Keithley, Jarschel auf der 10 immerhin. Dahinter Brzezinski, Romanidis und Garcia Platz 13 vor Betka, Özgard, Oppmeer, Müller auf der 17, dann Benki, Nagy, Naujokis, Mallet, Sheldon van der Linde auf der 22 nach dem Ausfall vorhin vor Tim Heinemann, also das Pro-Duell klar gewonnen, dahinter Pief, Hontonji und Rien. Ja, und bevor wir gleich mit dem Rennen anfangen, ihr habt noch gleich 5 Minuten Zeit, deswegen, ich zeig's nochmal auf Laptop. DTM Pix Instagram gehen, dort gibt's den Laptop von Mediamarkt im Wert von 1800 Euro. Ich bin echt traurig, weil, wie mir gerade eben Olli mitgeteilt hat, darf ich den gar nicht gewinnen. Warte, nehme ich den Like natürlich nicht weg. Aber ihr müsst liken und kommentieren und solltet ihr ihn gewinnen oder solltet ihr ihn nicht gewinnen, ist eigentlich egal. www.mediamarkt.de/DTM, dort findet ihr alle nötige Peripherie, um mit Simracing anzufangen, denn mit einem Lenkrad geht's auf jeden Fall einfacher und dann könnt ihr euch Raceroom runterladen und einfach an den Wetten werden teilnehmen. Und als Trostpflaster kriegst du nach der Sendung von mir eine Packung Gummibärchen. Wir machen ganz kurz einen Moment Werbung, sehen uns gleich wieder. In der Boxengasse werden die letzten Vorkehrungen getroffen. Volle Konzentration bei den Piloten. Die Spannung steigt ins Unermessliche. Ein fulminanter Start! 2 Piloten liefern sich ein knallhartes Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Sie schmeißt den Turbo an, hebt ab und fliegt als Erste ins Ziel. Auf die Pole Position. Das klingt nach mega Gaming-Spaß. Hol dir den perfekten Sound mit der JBL Quantum Gaming Headset Serie. Jetzt online auf mediamarkt.de/DTM. Also gib Gummi, Mediamarkt. Damit sind wir wieder dabei. Formula Medicine. Ich mag den Spot. Ich hätte so Lust, da einfach mal mitzumachen. Diese ganzen. Du kannst auch in der Werbepause immer mal so ein paar Liegestützen machen, während wir gleich mal auf den Meisterschaftsstand aktuell gucken, beziehungsweise den Stand dieses Grand Finals. Löhner hat sich schon 26 Punkte gesichert und zwar einmal wegen seiner Startposition und wegen des Sieges. Danach haben wir Aaron Jajowski mit 23 Punkten, der hätte gerne die 26 gehabt. Dann haben wir 15 Punkte Jack Keithley und mit 13 dann Kevin Siggi. Dann Tim Jarschel, immerhin noch 12 Zähler auf Platz 5. Rogers dahinter, Brzezinski, Baldi, Romanidis und Mitchell de Jong. Ein Punkt für Platz 10.
Und damit sieht es ganz gut aus für den Amerikaner von Coanda Simsport, der ja zwar nur einen Punkt im ersten Moment hat, aber eben gleich von Position 3 startet, direkt hinter Kevin Siggi. Ja, Kevin Siggi, gerade eben mit 13 Punkten und Power Position. Ich glaube, der Moritz, der hat sich das anders vorgestellt. Ja, und ich würde mal sagen, wir machen am Ende den Strich drunter, weil es werden viermal Punkte vergeben, zweimal für die Qualifying-Ergebnisse und eben zweimal die maximal 25 für den Rennsieg. Und es gilt nicht immer unbedingt ganz oben zu stehen, sondern wer am meisten, wer am regelmäßigsten die meisten Punkte sammelt, der holt sich am Ende die Siegprämie, der holt sich am Ende den Gesamtsieg. Dann kann nochmal über die Schulter von Tim Heinemann geguckt. Ah, der ist unglaublich ehrgeizig, der Tim. Na, ansonsten hätte er ja auch die Trophy nicht gewonnen am Ende. Aber ich weiß, der wird am Ende aus diesem Simulator aussteigen und erstmal 5 Minuten brauchen, um über die Wut hinwegzukommen, weil er sagt, eigentlich hätte er sich mehr gewünscht. Ich glaube, die beiden doch weiter hinteren Plätze muss man irgendwie verzeihen, denn er ist eben eigentlich immer nur im realen Auto unterwegs gewesen. Von daher alles gut. Und was wir da gerade sehen, das sind Bilder aus dem Warm-up. Die Jungs haben nochmal Zeit, sich einzustimmen auf das große Finale. Das Finale im Finale. Und dann am Ende hier nochmal richtig abzustauben. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, schon mal den Zweikampf zu trainieren, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Weil hier kannst du abfliegen, hier passiert noch nichts. Gleich im Rennen willst du das auf gar keinen Fall haben. Also von daher, ja, vielleicht wirklich nochmal gucken, dass man eben an den Möglichkeiten, wo man denn denkt, dass man überholen kann, den Zweikampf setzen. Und was glaubst du, sehen wir einen Three-Wide? Ein Four-Wide? Sehen wir einen Four-Wide? Three-Wide ist ja einfach. Four-Wide kann niemand haben. Auf der normalen Strecke in Daytona würde ich sagen, kein Problem, aber auf dem winkligen Teil, da wird es schwer. Das ist der Blick auf die Startaufstellung. De Jong, Sanchez, Najokis, Brzezinski, dann Jajowski, Wisniewski, Pew. Und hier sind wir auf der 6. Position mit Löhner vor Rogers und Sanchez. Dann Keithley auf der 9, dann Tim Jarschl auf der 10, 11 und 12 gehen an Brzezinski und Romanidis. Ganz, ganz stark vom Griechen. Garcia auf der 13 und Bettke auf der 14. Auf 15 Özgard vor Jano Hoppmeer, 16. Position für den Formel 1 E-Sportler Lukas Müller und Ben Spanky dahinter auf 17 und 18. Norsch 19. Jao Joks nur auf der 20. Mallet und Van der Linde auf der 21 und 22. Dann Tim Heinemann, Platz 23 vor Pio Pief auf Platz 24. Und ich dachte, da fehlen uns noch zwei. Aber wir sind komplett. 24 Autos. Es ist angerichtet. Schaut euch diese Tribüne an. Ah ja, das wäre schön, oder? Das wäre schön. So große Tribünen, voll mit Zuschauern. Das würde sich jeder Motorsport-Fan dieses Jahr definitiv wünschen. Ich glaube, sobald ernsthaft wieder alles aufgemacht wird, dann werden wir das auch wieder sehen. Einen vollen Lausitzring, einen vollen Hockenheimring. Erinnerst du dich noch an die Zeiten mit Schumi auf dem Hockenheimring? Ich habe mit ihm mal ein Interview gemacht vor der Südtribüne. Da saßen da, keine Ahnung, 18.000 Leute drauf. Das war unglaublich. Ja, also nach dem Stream falle ich vor dir noch auf die Knie. Das hätte ich super gerne miterlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist mein großes Herz im Motorsport. Da bin ich dran gebunden. Tja, so, Start geht los. 20 Minuten sind auf der Uhr. Vorneweg gleich Kevin Siggi, gefolgt von Erhan Jajowski. Und hinten ja, im Banking zu starten, das ist ganz, ganz schwer. Da gehen mal ein paar Autos weg. Mitchell de Jong fängt das Auto sofort wieder ein. Jakob Baldi fängt das Auto ein. Moritz Löhner schon im Angriff. Auch Nico Dembiszewski schon im Angriff. Und die gehen direkt im Three-Wide in die erste Kurve rein. Vorneweg, da kann Kevin Siggi einfach die Linie wählen, wie er sich's vorstellt. Ja, aber die Top 3 unverändert sind da dicht zusammengeblieben. Jetzt kommt der Angriff von De Jong auf der Außenbahn, zieht aber zurück von Jajowski auf der 2. Position, auf der 4 Wisniewski. Und da schauen wir im Konterfei auf den Zweitplatzierten, der hier gerade heftig über die Curbs gerumpelt ist, aber schon fast eine halbe Sekunde Rückstand hat. Oh, Baldi, der fliegt richtig heftig ab und ich glaube, das Rennen ist definitiv zu Ende. Also der ist da fies eingeplankt. Am Ende war das wirklich Gergo Baldi, der fährt nämlich gerade, glaube ich, noch weiter. Wen hat es denn da erwischt? Das war am Ende Nils Naujoks, der da eingeplankt ist, weil der hat nämlich das Auto auch schon abgestellt. Eieiei, also an der Stelle mit so viel Geschwindigkeit willst du das Auto nicht in die Wand setzen. Ja, auch Rien raus
sehen wir auf 25, Abstände bleiben da gleich. Also der Schweizer hat sich dann wohl auch aus diesem Lauf verabschiedet. Özgard damit der Letzte momentan im Feld. Drauf auf Gergo Baldi, der jetzt gleich die beste Möglichkeit hinter der Schikane hat, um anzugreifen. Abstand 0,19 Sekunden, das ist ein guter Referenzwert. Mit dem werden wir jetzt gleich herausfinden, ob es reicht oder nicht. Aber Wahnsinn, wie die Abstände halten. Joshua Rogers jetzt auch schon vorne an Nico Dembislewski dran. Der setzt sich daneben und da wird der Tree White direkt mal aufgemacht. Nee, Gergo Baldi macht doch lieber dann den Bump Draft mit Rogers. Guckt, ob er sich vielleicht außenrum an Nico Dembislewski vorbeischieben kann. Wir schalten trotzdem erstmal weg, denn Mitchell de Jong schließt auf Erhan Jajowski und Kevin Siggi. Wow, ist das Ding spannend und das Ganze noch nicht mal 2 Minuten im Rennen drin. Jajowski lässt etwas abreißen, muss sich nach hinten orientieren. De Jong macht Druck und an der Spitze spielt das natürlich dem Führenden in die Karten. In der zweiten Runde hat er jetzt einen Vorsprung von 1/2 Sekunde, aber man ist dann auch richtig eng zusammen, auch hier und vor allem im Infield. Lass da mal ein paar Minuten ins Rennen reingehen. Das ist übrigens der Start. Mal mit Blick nach hinten. Wisniewski kämpft da ganz schön. Dann verschwindet er jetzt gleich aus dem Bild. Und sobald die wieder ins Bild reinkommen, siehst du, der Tree White ist offen. Und das ist gerade in Kurve 1. Boah, da willst du an keiner Stelle sein. Definitiv. Am besten ein Duckmäuschen machen und vorne weg eilen, wie wir es von Kevin Siggi sehen. Das ist der Zweitplatzierte, Erhan Jajowski, 0,5 Sekunden nach vorn, aber gute Nachricht für ihn, 0,7 knapp nach hinten auf De Jong. Also der hat erstmal ein bisschen freie Fahrt. Schauen wir auf Jakub Brzezinski auf der 9. Position. Jack Keighley ist da mit von der Partie, zieht da mal innen rein. Der Brite hat 2 Plätze verloren, nämlich einen an Tim Jaschel im Vergleich zum Start. Und jetzt Luft anhalten. Jaschel und Keighley, das sind so 2 Kandidaten, die gerne auch mal draufhalten, wobei ich sehe schon im Timing, Jajowski scheint sich da neben Siggi gesetzt zu haben. Das ist jetzt erstmal der Ausblick von Keighley und der hat offensichtlich die Schikane gar nicht getroffen. Ansonsten würde er nämlich den Angriff setzen und ganz ehrlich, boah, das ist das absolute Dynamitfass, auf dem wir hier gerade eben sitzen. Denn Jaschel und Keighley zusammen in Daytona, also das hätte man sich nur wünschen können. Tja, und beide im Mittelfeld irgendwo verhaftet momentan. Also da muss nur einer mit einem glühenden Spaß hinkommen und dann kann das Ganze gehörig explodieren. Ja, da wünscht man sich am liebsten von AC/DC TNT dazu. Jetzt erstmal Keighley mit einem kleinen Fehler, rutscht er weg und wird angreifbar. Moritz Löhner auf Position 8. Ja, der sieht kein Land, denn vor ihm und hinter ihm sind die Autos so dicht, dass er ja, letzten Endes einfach erstmal nur die Linie halten kann und auf einen Fehler hoffen muss. Ja, TNT oder Thunderstruck, beides würde hier passen beim Duell, beziehungsweise bei unseren 24 Protagonisten, von denen 3 hinter uns sitzen. Nächste Möglichkeit vielleicht für Jajowski, jetzt auf dem Weg Richtung Schikane. Die müssen nochmal beide vom Gas gehen, Abstand 0,1 Sekunden. Jajowski geht vorzeitig vom Gas, also der hat direkt mal vor der Schikane den Abstand verringert, um jetzt frühzeitig ans Gas gehen zu können. Der weiß offensichtlich, dass Siggi die Schikane nicht so gut trifft. Abstand 0,32 Sekunden abfallen. Tolles Ding, Jajowski hat die Nummer wirklich im Griff. Der Abstand wird kleiner und kleiner hier auf der Überhöhung, auf dem Banking. Robbt er sich ran in den Windschatten und direkt dahinter. Jetzt zieht er gleich raus, kann innen reingehen, wenn die Linie offen bleibt. Der will innen rein, das sieht er, das darf er aber nicht. Macht er eher das Bump-Drafting. Ich bin mir gar nicht sicher, ob er wirklich überholen wollte oder ob er jetzt den Abstand zu Joshua Rogers rausholen wollte und sagt, ey komm Kevin, wir fahren jetzt gemeinsam schnell weg. Na gut, letzteres hat nicht geklappt. Rogers klebt ihm da förmlich unter dem Flügel auf der 3. Position. Das Duell um die 5. Position. Mitchell de Jong sehen wir im Bild. Wisniewski dahinter, vor ihm Baldi auf Platz 4. Da kommt er auch fast ran. Ja, de Jong hat sich das vielleicht ein bisschen anders vorgestellt. Von der 4 gestartet, auf die 5 zurückgereicht worden. Und jetzt mit Gergo Baldi im Train schon 1,5 Sekunden Abstand auf das Podium. Also so wirklich die Chancen auf einen hochwertigen Sieg sind hier nicht mehr gegeben. Podium bin ich mir auch unsicher. Vorne, die fahren 1,34er Zeiten, er fährt eine 1,36er. Sheldon van der Linde auf der 16. Position. Ein Platz hinter Tim Heinemann, unserem GT4 Trophy, DTM Trophy Champion, der sich hier wacker hält auf Platz 15.
das wieder der Blick auf das Führungstrio, auf Erhan Jajowski auf Platz 2 liegend. Die kannst du immer noch mit so einem kleinen Gästehandtuch abdecken, da vorne an der Spitze. Dann hinter eine relativ große Lücke von an die 2 Sekunden auf den Viertplatzierten, auf Giorgo Baldi. So, Rogers, was macht er? Geht er zum Angriff? Riskiert er, dass die beiden jetzt Zeit verlieren? Oder schiebt er Jajowski an? Jajowski jetzt auch mit einem ordentlichen Draft. Abstand 0,1 Sekunden. Und ich glaube, Rogers will gar nicht angreifen. Der will sich noch so ein bisschen absetzen, denn derzeit war der Abstand nach vorne zu groß. Du kannst vom Drittplatzierten nur dann den Angriff setzen, wenn du wirklich nah genug dran bist und nicht abreißen lassen musst. Also Kevin Siggi derzeit mit einer gewissen Rücklage, und die Rücklage heißt eben der Abstand zwischen sich und Erhan Jajowski raus aus der Schikane. Josh Rogers auf den Schaumer, dritte Position aktuell. Der ist dran, hat Jajowski im Fadenkreuz. Wäre ja schön, wenn wir da jetzt live dabei sind, wenn er den Zweitplatzierten hier überrumpelt. Kommt da weit raus, aber die Abstände weitestgehend gleich. Heftig am Korrigieren, wenn uns die Rennleitung mitteilt, Heinemann, Benki Bedka, da gibt es keine weitere Aktion. Das Ganze wird als Race-Incident gesehen. Live-Stewarding ja auch eins der Highlights in diesem Jahr bei Racetrack. So, und jetzt geht's rein in die Schikane. Mal genau drauf achten. Abstand Rogers 0,23. Der fährt eine andere Strategie als Jajowski. Jajowski will vorher den Abstand haben. Joshua Rogers fährt den dann lieber mal ganz direkt zu. So, und jetzt ist Jajowski dran. 0,1 Sekunden und zwar direkt beim Ausgang. Ja, er wird... macht das nicht. Rogers ist weit genug weg. Er hat da keine, nichts zu befürchten. Auf der anderen Seite nimmt er das Momentum jetzt nicht mit, was er aufgebaut hat. Kann er innen rein, dann wird er nicht reingelassen. Ja, das haben wir eine Runde vorher schon mal gesehen, während wir die Top 3 unten eingeblendet sehen. Und wie angestrengt Tim Heidemann und Sheldon van der Linde hier am Sim-Rig sitzen. Rogers war dran, ist da fast vorbeigekommen an Jajowski, während wir auf Jack Keithley gucken, der momentan noch auf der 12. Position so ein bisschen festhält und auch noch Boden verloren hat im Vergleich zur Startposition. Einen weiteren Platz ging es nach hinten von 11 auf 12. Und er hat Romanidis gerade doch deutlich durch physikalischen Kontakt angezeigt. Pass mal auf, bremst mal eine Meter später. Ich kann da schneller. Ja, ich bin mal gespannt, ob das Romanidis beeinflusst für die nächste Runde. Hier erstmal drauf auf Löhner, der mal einen ganz anderen Versuch macht. Der lieber im Infield versucht anzugreifen. Und das scheint zu funktionieren, denn jetzt wird ihm die Position freigegeben. Sanchez lässt ihn ziehen und will dann innen Richtung Banking nochmal den Konter starten. Ja, und damit finden wir Moritz Löhner jetzt auf der 7. Position, hat sich um einen Platz verbessern können. Sanchez jetzt auf der 8, beide im BMW. Aber da kommt der Konter, er saugt sich ran, aber die Linie innen ist dicht. Löhner weiß, wie man so eine Tür zuschlägt, wie man einen Schrank davor schiebt und das Ganze noch mit beiden Händen zuhält. Sagen wir mal ganz ehrlich, vor dieser Schikane zu überholen, das wäre schon fast suizidal, und zwar für beide Fahrer. Denn die ist so schnell und so eng, da willst du es nicht probieren. Lieber dann raus zu's und mal gucken, ob du dich hier daneben setzen kannst. Ja, nein, vielleicht ist auch egal, denn wir sind wieder vorne an der Spitze. Gleiches Thema wie in allen anderen Runden auch. Ja, und man hat sich da ein bisschen ran gewöhnt an die amerikanische Gangart. Man schiebt sich zusammen und wir warten auf den Big One, wie es heißt, wenn da 10 bis 15 Autos in einem Massencrash sich finden. Jetzt Rogers außenrum, das ist eine gute Möglichkeit. Er hat es gesehen, Jajowski wollte innen reinstechen, musste dadurch ein bisschen früher bremsen. Und Rogers versucht es mal gleich zu kapitalisieren. Nächste Möglichkeit in die Kurve 2 rein. Es war klar, wenn du außenrum in der Kurve 1 bist, dann kannst du in Kurve 2 sein. Rogers weiterhin dann. Also Overlap ist weiterhin da. Genauso wie bei Löhner. Jetzt lässt er abreißen. Vielleicht nochmal eine Möglichkeit raus zu kontern. Warum schreist du so? Ist doch die gleiche Reihenfolge wie vor mal einbiegen ins Infield. Aber tolle Situation, die wir hier sehen. Wirklich unglaublich. Die ersten drei geben sich's hier, besorgen sich's schön auf den ersten drei Plätzen. Und da gab es bislang keine Verschiebung. Aber das soll ja nicht heißen, dass es in der zweiten Rennhälfte genauso ausgeht. Wir sind dabei bei Josh Rogers, dem Drittplatzierten, der gerade seine Chance schon genutzt hat. Hatte sich schon so ein bisschen vorbeigeschoben, auch Jajowski. Und mit dem sind wir jetzt gerade unterwegs. Mit Blick auf Kevin Siggi, dem Führenden. Strategiewechsel bei Jajowski, der hat versucht, näher dran zu bleiben. Das, was Rogers immer mit ihm macht.
und das hat nicht geklappt. Kurz vorher, knapp 50 Meter vorher, geht er früher vom Gas als eben Sigi vor ihm. Damit reißt die Lücke wieder auf. Jetzt kommt er natürlich wieder angeschossen. Das gleiche Thema wieder, DRS, dann fährt er eben hinten drauf, Bump Draft Deluxe. Ja, aber wirklich den Angriff setzen kann er nicht, obwohl Rogers wieder so weit weg ist. Vertut er da die nächste Möglichkeit oder sollte er es nicht vielleicht einfach irgendwann mal auch probieren? Ich weiß nicht, ob er es probieren kann, ganz einfach, aber er sollte sich vielleicht mal ein bisschen später ransaugen lassen, dass er dann beim Ausgang mit genügend Schwung da ist und möglicherweise einfach später seinen Angriff setzen kann. Diesmal hat es zumindest nicht funktioniert. Die beiden waren auch nicht ganz, oder die drei waren auch nicht ganz so eng zusammen wie einen Umlauf zuvor. Eins können wir nach über 12 Minuten Rennzeit feststellen. Daytona, eine absolut klasse Strecke, die viel Action bietet. Also auch wenn hier die Zweikämpfe manchmal ausgehen, aber ich würde mal sagen, die Spannung von den Fahrern wird hochgehalten. Under Investigation, der Vorfall zwischen Heinemann und Nagy. Momentan Heinemann auf der 16. Position, Nagy auf 22, während Antonji eine Durchfahrtsstrafe bekommt, weil er die Verzögerungshinweise missachtet haben soll. Das ist ganz bitter. Ich glaube, das liegt an der VR-Brille, dass da der Hinweis nicht richtig eingestellt ist, an der richtigen Position. Und wenn er vorher die Hinweise schon nicht gesehen hat, dann wird das jetzt nur noch 3 Runden dauern, bis der Disqualify kommt. Ja, nächstes Mal. Jetzt mittlerweile sind wir schon alle so ein bisschen unbeeindruckt. Das ist so nach 45 Minuten Mad Max Fury Roads. Du bist 45 Minuten unter Adrenalin. Was soll jetzt als nächstes kommen? Vielleicht der Tree Ride in Kurve 1 rein. Jajowski will innen. Der will unbedingt innen anklopfen, darf er aber nicht. Es spitzt sich erneut zu. Die drei jetzt deutlich näher zusammen als einen Umlauf zuvor. Na gut, 2 Runden zuvor ging es dann noch enger zur Sache an der Spitze. Aber auch Rogers ist wieder mit bei der Musik. Auch der hat sich da noch mit ransaugen lassen. Und da hast du kaum noch so eine Tageszeitung zwischen die drei bekommen. Die waren da schon mit Körperkontakt, mit Bumping unterwegs. Jetzt wieder alles geben im Infield. Versuchen, den Abstand so gering wie möglich zu halten. Und hier ist die große Stärke von Kevin Sigi. Das sehen wir immer wieder. Kevin Sigi kommt immer mit knapp einer halben Sekunde aus dem Infield raus. Und das rettet ihm unglaublich viel. Würde Erhan Jajowski hier vielleicht mal zum Zuge kommen und einen verrückten Angriff in die Schikane setzen können, man muss es manchmal auch mit einem Überraschungsmoment probieren. George Rogers ist dran am Zweitplatzierten und der seinerseits kommt wieder an den Führenden. Jetzt innen rein. Nein, macht er nicht. Er schiebt immer so ein kleines bisschen rein, anstatt dass er sich daneben setzt und hofft, dass einfach Sigi dann vom Gas geht, weil er neben die Strecke fahren würde. Es wäre auch ein denkbar spektakuläres Manöver in der kleinen Schikane. Damit rechnet halt keiner. Und das ist das, was jetzt irgendwann Erhan Jajowski für sich auch mitnehmen muss. Aber vielleicht auch realistisch gesehen, ja, was hat so Jajowski zu verlieren oder zu gewinnen? Der holt sich direkt mal eine Position und Rogers schlüpft damit durch. Was war denn da los? Kevin Sigi, aber wirklich überhaupt gar keine Geschwindigkeit aufgebaut. Naja, fairerweise, Rogers durfte eben den Windschatten behalten. Das hat mir so ein bisschen ausgeschaut, als hätte Kevin Sigi auch die Linie freigemacht. Der ist nach rechts gezogen, hier sehen wir es. Und ja, dann freuen sich zwei, weil Rogers, der wie an der Schnur gezogen von, weil Sigi, der wie an der Schnur gezogen von Rogers einfach mit profitiert. Jajowski steuert auf den Sieg im Superfinale zu, da sind wir mal ganz offen, denn niemand, der ihm ernsthaft Paroli bieten könnte, ist in seiner Nähe. Moritz Löhner nur auf der 7, der das letzte Rennen gewonnen hat. Jack Kiesley, der auf der 3. Position war, auf der 12, also er geht sogar punktlos aus. Jajowski damit mit der Position 2 und mit der Position 1. Du, ich war in Mathe nicht so stark, aber das sagt mir mein einfacher Verstand. Das wird eine einfache Tour, wenn es so bleibt. Das ist richtig. Wir haben kurz auf Özgard geschaut, den wir auf der 21. Position finden, aber sind zurück an der Spitze, wo der Kampf weitergeht. Und da kommt der Konter. Sigi auf der 3, will natürlich die beiden verlorenen Plätze wieder gut machen, will an Rogers, will an Jajowski wieder vorbei. Aber bis dahin ist es ein langer Weg, wenn wir überlegen, es hat fast 15 Minuten gedauert.
bis sich Jajowski an die Spitze hat setzen können. Und da kommt der nächste Hinweis für unseren Driftbruder. Immerhin gab's, ist er sie angetreten, aber dann die Drive-Thru wegen Speeding. Jetzt erstmal Sigi mit einer Position zurück. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie opportunistisch er ist. Er will es außenrum probieren und verliert dann direkt die Position zurück an Rogers. Rogers lässt sich weit, weit tragen, verliert da fast das Auto. Trifft aber nicht Sigi, weil der hat das antizipiert. Jetzt geht's gemeinsam rein ins Infield und Erhard Jajowski, der guckt in den digitalen Rückspiegel und lacht sich ins Fäustchen und sagt, ja Jungs, so kriegt ihr mich auf gar keinen Fall. Also ihr solltet da dringend zusammen aufhören, sowas zu machen mit Chen Dillon. Vielleicht gerade eben mit einem kleinen Disconnect. Jupp, das war kein Dreher, das war nur ein Disconnect. Abstand übrigens vorne 0,2 Sekunden. So sehr konnte sich Jajowski auch nicht absetzen. Ja, und es wird noch enger. De Jong kommt nämlich ran ans Spitzentrio. Abstand jetzt im Bereich von einer halben Sekunde, während wir auf Mali schauen, auf der 22. Position. Der Privatfahrer, der gehörig Luft nach vorne hat, 0,8 Sekunden aktuell. Aber aus dem Dreikampf an der Spitze wird zunehmend ein Vierkampf, während wir noch 3 Minuten auf der Uhr haben. Schauen wir noch mal auf das Überholmanöver. Da schlüpft er einfach durch. Der Rogers, so, ja, ich guck mal, passt das? Und der Sigi, ja, alles klar. Also, wenn du mir den Platz schenkst, dann nehme ich den halt auch. Ne? Ganz genau. Ähnliches haben wir ja vorhin auch gesehen, als es den Führungswechsel gab, als die, ja, als gleich zwei durchgeschlüpft sind. Oh, und jetzt wird's knapp. Also, jetzt wird's richtig eng. De Jong, Abstand 0,4 Sekunden hinten auf Rogers drauf. Jetzt vielleicht die Möglichkeit zum Vorwide. Und wenn er diese Runde nicht kommt, dann kommt er nächste Runde. Das kann ich auf jeden Fall versprechen. Mal sehen. Sigi jetzt im Angriff auf Position 2. Ja, und von wegen, du musst die anderen überraschen mit Manövern. Da haben wir jetzt einige Dinger gesehen, wo nicht nur wir uns die Augen gerieben haben. Oh, und der nächste Platztausch. Sigi auf 3, Rogers auf 2. Ja, er lässt sich daneben fallen. Ganz, ganz stark gelöst. Sigi lässt nach und Mitchell de Jong mittlerweile in der Logenposition. Ah, kann er da gleich mal mit reinrutschen? Die Nase hält er auf jeden Fall rein. Momentan ist er noch unter den Top 3. Kevin Sigi auf der dritten und letzten Podiumsposition, aber De Jong kommt immer näher und auch der spielt jetzt noch eine Rolle, während die Zeit mittlerweile unter 2 Minuten angekommen ist und weiter runter tickt. Der Blick auf Sheldon van der Linde, den finden wir auf der 16. Position. Rechts im Bild Josh Rogers auf Platz 2. Ein vorletztes Mal geht's ins Oval und wir haben den Blick so ein bisschen weiter nach hinten, denn wir sehen Kevin Sigi nicht mit dem perfekten Entry ins Banking rein. Jetzt schon De Jong, der drauf drückt, aber der wird jetzt natürlich ruhig bleiben. Der weiß ganz genau den frühen Angriff. Ah, na, nee, also er bleibt ruhig. Der frühe Angriff würde ihm die Möglichkeit auf den Sieg nehmen, den er jetzt gleich haben könnte. Jajowski seinerseits kommt etwas vorne weg, knapp 0,4 Sekunden liegen zwischen ihm und Rogers auf Platz 2. Sigi ist dafür in Schlagdistanz. Ja, denkst du, da ist die Lücke auch gleich wieder ganz zugefahren. Und auf der Außenbahn Sigi, während auf der Innenbahn jetzt Rogers auf seine Chance wartet, da reinzugehen. Aber Jajowski macht ihm einen Strich durch die Rechnung, zumindest vorerst mal. Jajowski ganz clever gelöst, hat Sigi ganz leicht ausgebremst auf der Außenbahn, gibt natürlich Rogers die nächste Möglichkeit wieder anzugreifen, das kostet Zeit und weißt du, was mich wundert, dass Mitchell de Jongs Achillesferse offensichtlich die kleine Schikane ist. Kleiner Fehler jetzt bei Jajowski, Drift raus aus der ersten Kurve und das bedeutet, die Jungs hinten könnten jetzt ernsthaft mal einen Angriff setzen, wieder Anderstür beim Einlenken. Löhner zurückgefallen auf die 6. Position hinter Wisniewski, aber De Jong ist dran, während hier zumindest eine halbwegs Lücke zwischen dem führenden Jajowski und Rogers auf Platz 2 liegt. So, und jetzt ist Kevin Sigi am Ende, ich sag mal, das Quäntchen Glück für den Four-Wide zum Sieg. Ich bin sehr gespannt. Abstand aller Fahrer 0,25 Sekunden. Also, jetzt sieht's besser aus. Vielleicht kriegen wir es tatsächlich nochmal den fulminanten Finale. Das fulminante Finale zum Finale. Der erste Angriff kommt dieses Mal vor der ersten Schikane. Roger setzt sich durch. Kevin Sigi setzt sich durch. Erhard Jajowski wird einfach mal durchgereicht. Das war das, worauf wir die ganze Zeit gewartet haben. Unglaubliches Ding. Josh Rogers auf der ersten, auf der Führungsposition. Chapeau erstmal für dieses Ding, was der da gerade hingelegt hat. Sigi finden wir auf der 2 und Erhard Jajowski nur auf der 3. Position. Aber das Ding ist noch nicht zu Ende. Da kommt Sigi nochmal aus dem Windschatten auf der Außenbahn.
Sigi ist vorne, 0,3 Sekunden und er gewinnt das Ding. Tatsächlich, am Ende ist es Kevin Sigi, nicht Joshua Rogers, der wirklich den meisten Mut am Ende hatte und das einzige Mal in der kleinen Schikane überholt hat. Am Ende Mitchell de Jong nur aufgeholt, kein Podium. David Nagy, den sehen wir hier auf der 19. Position, allerdings auch weit außerhalb der Punkte, kommt ins Ziel vor Tim Heinemann und Sheldon van der Linde, den finden wir immerhin noch auf der 17. Position, also bester Pro-Racer, aber was war das für ein Ding, Thomas, da war wirklich Pfeffer drin, die ersten 10 Minuten nicht so wirklich, aber dann Runde für Runde ging es im Führungstrio heiß her. Tja, am Ende, ich gebe jetzt mal die Prediction ab, ist es trotzdem Jajowski, zweiter, dritter ist besser als vierter, zweiter. Richtig. Nee, vierter, erster. Oh, jetzt müssen wir vorsichtig sein. Vierter erster, erster, zweiter, dritter. Ah, 12 jetzt. Von 25 sind 37 plus Quali. Plus Positionen, okay. Aber wir orakeln mal nicht. Wir schauen einfach gleich auf die Wertung. Aber wirklich spannend bis auf die letzten Meter und da hast du gedacht, jetzt ist es gelesen, nicht, da kommt nochmal ein Angriff. Also ich bin mehr als überrascht von dem Angriff in die kleine Schikane rein, ganz ehrlich, das war unglaublich stark. Da haben alle Fahrer mitgespielt, es gab keinen Kontakt, das ist das Allerwichtigste, also ja. Es ist keiner abgeflogen. Jajowski vielleicht, meinst du, er war da diesen Mühe zu vorsichtig, weil er das Auto durchbringen wollte? Möglicherweise war es das, aber trotzdem, spannendes Racing, was wir hier gesehen haben. Jack Heathley hat mich ein bisschen enttäuscht. Der war bärenstark die ganze Saison, hier nicht. Also der wird jetzt US-amerikanische Rennstrecken so ein bisschen üben, vielleicht so ein Bild auf seine Fototapete nebendran pinnen, die wir ja immer wieder im Interview gesehen haben. Also trotzdem. Tolles Ding an der Spitze und der Beste hat wohl gewonnen. Der Beste hat wohl gewonnen. Wir warten trotz alledem noch auf das Ergebnis, um herauszufinden, wer da nun der Beste ist. Die Stewards sind noch am Auswerten der letzten Rennsituation. Und Olli, wie sieht's aus? Wollen wir einfach für die Wintersaison so DTM goes USA machen? Wir nehmen einfach alle USA-Strecken und lassen die Fahrer fahren? Ich habe Zeit. Ich bin für jeden Quatsch, hätte ich fast gesagt, zu haben. Aber ich gerne. Jeden Spaß. Ich guck mal nach hinten. Nico, krieg ich einen Daumen? Wahrscheinlich nicht. Ne? Das sagt er, das lässt er nicht einfach zu. Jetzt erstmal ins Podium rein. Sigi von Rogers und Jajowski, das die Top 3. Und wenn du gerade Nico ansprichst, Nico Unger, dem müssen wir natürlich herzlich Danke sagen. Und Chapeau, der hat dieses Ding, die DTM eSport Championship, immerhin aus der Taufe gehoben und über die ganze Saison hervorragend betreut. Und das sind die Ergebnisse für das Rennen. Wie ihr seht, Kevin Sigi mit 25 Punkten aus diesem Rennen raus. Nicht der schnellste Mann auf der Strecke. Das war am Ende Joshua Rogers mit einer 1,34,7, wenn ich das im Schnellverfahren sehen kann. Erhan Jajowski dann nur auf der 3. Mitchell de Jong auf der 4, Nico Dembiszewski auf der 5. Am Ende spielt es keine Rolle, wie schnell du bist. Du musst nur vorne stehen. Gehen wir weiter bei Moritz Löhner auf der 6 vor Baldi, Sanchez, Brzezinski und Romanidis. Die Jungs alle in den Punkten. Tim Jarschl finden wir nur auf der 11. Position. Jack Heathley ausnahmsweise mal außerhalb der Punkte. Wir haben es schon angesprochen, der Brite nur auf Platz 12. Sheldon van der Linde auf 17 im Ziel und damit vor Tim Heinemann. Gratulation. Das ist cool, weil dann konnten sich die beiden hinter uns noch die Hand geben, ist jetzt gerade ein bisschen blöd, aber die Faust gab's. Und da sehen wir es, Kevin Sigi vor Erhan Jajowski, punktgleich. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was war der Decider? Ach ja, ist ja klar, was der Decider war. Der Sieg war der Decider, weil Kevin Sigi als einziger von den beiden einen Sieg hat und damit ja, gab es Position 1 und 4.000 Euro. Ja, und der ist nicht der Einzige, der hier Kohle abstaubt. Insgesamt 15.000 Euro Preisgeld werden vergeben. Und soweit ich das Ganze gerade von der Regie gehört habe, auch der Laptop ist noch zu haben. Gaming-Laptop aus dem Hause Asus, den unser Serienpartner Mediamarkt hier gesponsert hat. Liken und kommentieren, das ist eure Aufgabe bei Instagram. Also die Nummer läuft auch noch und möglicherweise kann der Laptop euch gehören. Was mir richtig gut gefallen hat, ist, wir haben nicht nur die Raceroom Bros vorne gesehen. Also man kann nicht behaupten, das war ein reines Heimspiel, weil das war es definitiv nicht. Joshua Rogers am Ende mit einem unglaublich starken Angriff hat gezeigt, er kann nicht nur die Pace vorne gehen, er kann sondern auch noch den richtigen Angriff setzen. Er hat verstanden, wie das Physikmodell am Ende funktioniert. Mitchell de Jong hat eine unglaublich starke Leistung abgeliefert. Unsere Realfahrer hinter uns, die wir gerade im Bild haben, auch Sheldon van der Linde mit Position 17, kann sicherlich mehr als zufrieden sein. Das denke ich doch auch. Jetzt wollen wir natürlich noch mit dem ein oder anderen
Protagonisten reden. Ich glaube, das ist deine Aufgabe, mal runter in die virtuelle Boxengasse zu schalten, Thomas. Absolut. Moin Moritz. Hi Thomas. Jetzt kriegen wir dich auch bestimmt gleich und dann sehen wir dich auch gleich. Da ist er, guck, da ist er. Während ihr gerade gesehen habt, mein Kollege steht schon auf, der Olli Sittler. Der holt sich nämlich, glaube ich, gleich den Sheldon. Moritz, happy siehst du nicht aus. Aber ehrlich gesagt, ein schlechtes Ergebnis war es doch am Ende auch nicht, oder? Ich bin schon happy. Es war eigentlich mehr oder weniger ein Spaß-Event. Ich habe mich nicht großartig vorbereitet, weil morgen ist nochmal ein anderes Event. Aber gut, das erste Rennen gewonnen, was schon mal sehr cool war. Und Daytona war dann einfach nur Glück. Ich habe halt zwar keine gute Quali-Runde hinbekommen, aber Daytona war dann echt nur noch Glück, mit dem Draft gut durchzukommen und hat am Ende dann nicht gereicht, aber trotzdem P3, voll zufrieden damit. Was hast du sonst so zu Daytona? Ist das eine Strecke, die du gerne öfter in den Competitions sehen würdest? Ich hätte gedacht, es ist spannender, dass das ganze Feld irgendwie komplett in den Pulk sein wird. Musst du auf jeden Fall mal in den Stream reinschauen. Also gerade der Kampf um die Spitze war extrem spannend. Ja, die waren immer zusammen. Er kommt noch zu uns. Aber ja, Daytona ist eher eine coole Strecke für Endurance-Events, mehr als Sprint-Events. Deswegen, mal gucken. Ja. Moritz, für dich geht's direkt morgen weiter. Du wirst also gar nicht deinen Simulator verlassen, sondern höchstwahrscheinlich einfach nur jetzt Escape drücken, vom Server gehen und weiter trainieren, oder? Ja, so wird es aussehen. Oh je. Naja, das ist bald rum, das Simracing ja auch für dich. Ich wünsche dir viel, viel Glück für die nächsten Tage und vielen Dank fürs Interview. Danke, Thomas. So, jetzt schauen wir mal. Ja, da ist er schon da. Du meinst mich? Ja, so, genau. Ich bin bei Sheldon. Ein paar Worte von dir zu diesen beiden Strecken in Suzuka und in Daytona. Ja, so Daytona war für mich viel besser. Ich und Tim hatten ein geiles Racing gehabt da hinten. Also es war auf jeden Fall cool. Wir haben ein bisschen gebumpdraftet am Ende. Und ja, ich glaube, ich war P17 am Ende. Also ja, ganz, ganz gut, glaube ich. Gratulation. Danke. Jetzt kommt der Winter. Du hast morgen noch ein bisschen DTM-Job zu tun. Aber im Winter in jedem Fall ein bisschen Zeit zum Üben. Wirst du die nutzen? Ja, auf jeden Fall. Also ich gehe in einem Monat wieder zurück in Südafrika und dann fahre ich wieder auf jeden Fall Simulator. Weil das Wetter so kalt ist da unten. Ja, genau. Also ich fahre wieder zurück in Südafrika und dann ja, mal schauen, wie das Wetter aussieht. Hättest du damit gerechnet, dass du Tim Heinemann schlagen kannst? Nein, auf jeden Fall nicht. Der hat mir ein paar Tipps gegeben und das war vielleicht eine falsche Entscheidung. Aber ja, mal schauen im nächsten Rennen. Dann wollen wir aber bei ihm nachhören. Wir drücken dir die Daumen fürs DTM-Wochenende. Danke. Und freuen uns auf deine nächste Saison. Titel hast du ja geholt, zumindest fürs Team in der DTM eSport Championship. Im nächsten Jahr fährst du dann die Punkte. Ja, danke schön. Danke, ciao. Sheldon. Sheldon, ganz bescheiden. Ich bin mal gespannt, was Tim jetzt gleich sagt. Ich auch. Fragen wir mal nach, welche Tipps hast du ihm denn gegeben, Tim? Ja, ein bisschen hier und da. Was ist denn ein bisschen hier und da? Nee, gerade mit der Bremse ist natürlich extrem wichtig und schwer, das richtig zu treffen bei den DTM-Autos. Und gerade auch das Auto dann richtig zu drehen mit der Leistung, ist kriegsentscheidend im Endeffekt, um da richtig Schwung zu haben auf den Geraden. Und ja, ich glaube, das hat dann im Endeffekt zu viel geholfen. Was mich so ein bisschen wundert, mir hat mal einer, bevor ich das erste Mal in den Simulator gestiegen bin, gesagt, zieh deine Schuhe aus. Ihr habt alle eure Schuhe noch an. Warum? Ist hier zu kalt? Auch, aber die Pedale hier sind relativ professionell und stark. Und das mit ja, nur Socken tut dann sogar ein bisschen weh an den Füßen. Also da braucht man auf jeden Fall Schuhe für. Okay, dein Plan für den Winter? Üben am Simulator und ja, dann voll und ganz auf 2021 konzentrieren und dann mal schauen, wo die Reise hingeht im realen Motorsport. Dann drücken wir die Daumen. Danke, dein Jahr kann sich durchaus sehen lassen. Die Trophy haben wir vorhin schon angesprochen, dein Gaststart auch kurz. Insofern vielversprechend, was wir von dir gesehen haben in diesem Jahr und vor allem auch im Simracing. Da kannst du nach vorne gehen. Dankeschön. Ja, da kommt von mir jetzt einfach mal eine Bold Prediction. Wir werden Tim Heinemann nächstes Jahr mindestens einmal im GT3 sehen. Und wenn es nur auf einem, also wenn es in Klammern nur bei einem 24-Stunden-Rennen ist, würde ich ihm auf jeden Fall wünschen. Ich auch, definitiv. Also Thomas, das war's von uns erstmal mit dem Grand Final der
DTM E-Sport Championship und ich glaube, du hast noch ein bisschen Arbeit zu tun. Wollte ich gerade sagen, ich glaube, es ist noch nicht ganz vorbei. Wir haben noch einen, das ist Joshua Rogers. Jetzt ist halt nur die Frage, Deutsch oder Englisch, ich finde es heraus. Hello Josh, can you hear me? Gotcha. Hey, nice. Awesome racing. I was wondering how good you guys could go in race room with the first experience. In the end, you did the move for P1. Incredible racing. Tell me, how did you feel? Yeah, thanks. I mean, it was obviously very different. Race room doesn't... I mean, it's just like the little quirks, to get the last little bit out of the car in terms of driving style is always very, very different. Usually across all sims, so that was something that I expected. But I think overall, most of the guys or everyone from iRacing really actually did quite a good job. I think Mitchell was there fighting there, so was Alejandro and Tommy. So overall, I can't be disappointed with that. Anyway, I first installed the game on like Tuesday. So I mean. Nice. With the preparation, I think we can always be happy with the result. And Daytona was an interesting one. That's you're constantly scratching your head in those kind of races, but it was enjoyable, and thanks for having me. Nice. With increasing prize pools, is this a motivation to stay in race room and try to get competitive there? I mean, maybe. We'll see. I think moving into 2021, I think we're obviously going to be pushing to do a lot more. I think especially with this year, esports has grown quite large, at least in the sim racing side of things. Like it's on another level at the moment. So we'll definitely be looking to try and take advantage of that and race in a little bit more stuff. And I think ultimately that the race room community or the racing tonight was quite clean. It was quite nice. I had fun. So you might see me back for some future events. We'll see. Nice. Thank you for the interview. Thank you for the warm words. Und zusammengefasst, er sagt, es hat ihm unglaublich viel Spaß gemacht. Er sagt, er war tatsächlich auch überrascht. Ne? Am Dienstag hat er es installiert und dann eben die Pace direkt so abzurufen und dann gleichzeitig auch noch ein Clean Racing zu finden. Am Ende, ich glaube, nicht nur Spaß, sondern auch Überraschung. Das war auch das, was er gelobt hat, dass hier wahnsinnig cleanes Racing am Start ist. Also wirklich Chapeau für diese Leistung nach dem Installieren am Dienstag. Aber ich glaube, wir müssen zur Ehrenrettung aller anderen sagen, der ist da schon ein paar Runden, möglicherweise in anderen Simulationen, aber der ist sicher schon ein paar Runden da in Daytona gefahren. Ja, garantiert. So schnell wirst du nicht, einfach nur, weil du das seit Dienstag fährst. Garantiert nicht. Also ich probiere das mal beim nächsten Stream in 6 Monaten, sage ich euch mal, ob ich die Zeit von den vor 6 Monaten geschafft habe. Zumindest hat er nicht so ausgeschaut, als hätte er seit Dienstag nicht geschlafen. Richtig. So, Olli, es ist traurig. Alles hat ein Ende. Auch die DTM E-Sport Championship 2020. Aber die gute Nachricht, die haben wir ja schon gleich am Anfang gesagt. Es geht nächstes Jahr in jedem Fall weiter. Wo und wann erfahrt ihr unter dtm.com. Natürlich könnt ihr euch qualifizieren. Natürlich könnt ihr mitmachen, wenn ihr das wollt. Das Ganze bei raceroom.com, den DTM-Pack runterladen und schon könnt ihr euch qualifizieren. Am Dienstag runterladen, am Samstag, am Freitag gewinnen. Das ist die neue Parole. Ja, so einfach geht's. Ihr habt's gesehen. Olli, das war's. Thomas, ich danke dir. Sehr viel Spaß gemacht. Danke an euch fürs Zuschauen. Danke an Mediamarkt für Sponsoring. Der Laptop geht unter die Leute. Danke an alle fürs Mitmachen und ich hoffe, wir hören und sehen uns im nächsten Jahr wieder.